Hallo und guten Abend. Wir spielen heute Jagged Alliance. Und zwar nicht das klassische Computerspiel, wo man kleine Leute durch die Gegend klickt und versucht, nicht von den anderen Leuten gesehen zu werden, bevor man sie von hinten meuchelt. Sondern wir spielen die Brettspielversion davon, die freundlicherweise mitgebracht wurde von Jan. Danke. Ja. Und kurz, um das zu erklären, wir spielen das nicht, weil man uns unglaubliche Mengen an Geld in die Hand gedrückt hätte, damit wir das hier vorstellen, weil wir das generell nicht tun, auch nicht für geringe Mengen Geld, sondern die einzige Art und Weise, wie man uns davon überzeugt hat, dass wir das Spiel vorstellen, ist, wenn mir meine eigene Kinderschokolade gibt. Und weil wir ihn mögen. Wir sind insofern bestechlich durch Freundlichkeit. Genau. Und weil das Spiel dich interessiert, vielleicht auch, Mike? Nee, ach. Und weil... Jagged Alliance ist eins von den Spielen, das ich nur als Let's Play kenne, und zwar in der alten Version, nämlich in dem Sinne, als dass wir hatten eine Version davon, wir hatten einen Computer, auf das es lief, und mein Bruder hat es gespielt, die ganze Zeit. Und ich war die Person, die neben ihm saß und über die Schulter geguckt hat und immer ins Handbuch geschaut hat, wenn er eine Frage hatte und ihm dann erklärt hat, was er machen muss. Das heißt, ich habe sehr viel Jagged Alliance gesehen, aber ich durfte es nie selber spielen. Bis jetzt. Beziehungsweise wir haben es schon mal getestet. Wir haben es schon mal zusammengespielt. Das ist, insofern ist es praktisch hier die Weltpremiere nach der Weltpremiere. Denn das erste Mal, als wir zusammen gespielt haben, haben wir deine Lego-Figuren benutzen dürfen. Genau. Und haben noch mit komplett selbst zusammengebastelten und rumkopierten Zeug gemacht. Und das ist jetzt tatsächlich die 1000 Jahre später gedruckte Version. Der erste Andruck aus China. Also das erste Mal, dass das Ding so ist, wie es dann tatsächlich auch am Ende aussehen soll mit Originalfiguren und solchen tollen Sachen. Und ich durfte auch gerade schon ganz viele Tokens genau, aus Punchboards. Ganz vielen Tokens. Wir haben wirklich reichlich Tokens, die können wir jetzt gar nicht alle sehen, aber es sind viele dabei. Wir haben das Spiel auch noch nicht erklärt, das heißt, das mache ich jetzt vielleicht mal als erstes. Danke auch mal an die Mitspieler, die sich hier tapfer noch des Nachts für die Befreiung von Drassen interessieren. Das ist nämlich das Szenario, das wir hier spielen. Das wäre Jagged Alliance. Danke, ich habe noch. Wen befreien wir jetzt nochmal? Genau. Grundsätzlich ist es so, in Jagged Alliance 2, auf dem das hier beruht, ist es so, dass man die böse Diktatorin Dade Runner, und die können wir mal kurz Axela in die Kamera halten und das hier alles kaputt machen dafür, die böse Diktatorin Dade Runner besiegen muss, denn die hat die Insel unterjocht, nachdem sie ihren Gatten, den Vater ihres Gattens ins Jenseits befördert hat und ihren Gatten dafür angeschwärzt. Enrico Civaldori, und der hat euch den Auftrag gegeben, jetzt Drassen von der bösen Unterdrückung durch die Drunner zu befreien. Das, beziehungsweise die ganze Insel Arulco. Das Spiel besteht aus mehreren Szenarien. Wir spielen heute eben eines davon, und zwar ein frühes Szenario, wo aber ihr schon ein bisschen was gemacht habt. Das heißt, ihr habt auch schon Ausrüstung, ihr habt schon ein paar Verbündete, ihr habt schon ein bisschen Geld, ihr habt sogar Rebellen hier, mit denen man was machen kann. Und ihr seid jetzt gerade an der Insel angelandet, habt die Kontakt mit den Rebellen aufgenommen und die haben euch jetzt gesagt, dass ihr den Flugplatz von Drassen einnehmen müsst. Das ist da hinten das Feld mit dem Sternchen drauf. Und dieser Flugplatz will eingenommen sein, genau, damit ihr an Versorgung besser drankommen könnt und Material abwerfen und so weiter. Aber damit es nicht so einfach wird, fangt ihr nicht etwa da drüben an, sondern ihr fangt alle hier an. Oh. Am anderen Ende der Stadt. Wie funktioniert das? Grundsätzlich ist es so, dass jedes von diesen Vierecken ein Sektor ist und jeder Sektor will befreit werden. Was in einem Sektor drin ist, erfährt man durch die Karten, und wie man sieht, die Karten haben unterschiedliche Rücken. Ein Fragezeichen bedeutet, dass da irgendwas ist, aber man weiß es nicht genau. Das kann gefährlich oder ungefährlich sein. Ein Totenkopf bedeutet, da sind auf jeden Fall Gegner drin. Mittlere Gefahrenstufe. Und zwei Totenköpfe bedeuten, da sind auf jeden Fall gefährliche oder eine Menge Gegner drin. Das heißt, das ist die schwerste Nuss zu knacken. Wie kommt man jetzt von A nach B? Das ist ganz einfach. Jeder von den Charakteren hat Stamina, Ausdauer. Und die wird in zwei Richtungen benutzt. Zum einen, jedes Mal, wenn ihr einen Schritt macht, das heißt, von einem Feld in ein anderes Feld geht, zahlt ihr ein Fatigue. Also ein Stamina, der geht in Fatigue rein. Jedes Mal, wenn ihr verwundet werdet, kriegt ihr für jede Wunde auch ein Stamina abgezogen. Die gehen dann in Wunden rein, die Würfelchen. Das bedeutet, je verwundeter man ist, umso weniger kann man tun. Je mehr man sich angestrengt hat, umso wahrscheinlicher kann man von Wunden den Wunden erliegen oder in weitere Probleme geraten. Am Anfang jeder Runde regeneriert man automatisch zwei Fatigue zu Stamina zurück. Wunden können nur geheilt werden, und da kommen wir schon zu den Fähigkeiten. Jeder von den Charakteren hat Kommandofähigkeiten, sogenannte Skills, die sind in der Reihenfolge, die kleinen Männchen bedeuten Leadership, also Anführereigenschaften. Das kann man auch tun, um andere zu motivieren
oder auch über die Entfernung anzuschreien und das regeneriert Fatigue für die anderen im Team, funktioniert innerhalb des gesamten Sektors. Man kann versuchen, Dinge zu reparieren. Das kommen wir später zu, warum man die Waffen beschädigen möchte oder die Rüstung beschädigen möchte. Damit kann man sie auf jeden Fall reparieren und man kann Leute reparieren oder auch heilen. Beides geht nur im gleichen Feld, das heißt nur in einem von diesen Dingern. Man muss also direkt nebeneinander stehen, um jemand anderen oder sich selber heilen und reparieren zu können. Dann haben alle noch Spezialfähigkeiten, die sind unterschiedlich, stellen wir gleich nochmal kurz vor. Und dann unten gibt es noch die Slots. Normalerweise haben alle zwei Waffenslots. Fox hat als Spezialfähigkeit, dass sie drei Waffenslots hat. Das heißt, sie kann bis zu drei Waffen benutzen. Jede Waffe, die man hat, kann man in seiner Aktivierungsphase, in seiner Runde, einmal benutzen. Das heißt, je mehr Waffen, umso öfter kann man schießen. Ansonsten ist die Reihenfolge dessen, was man tut, beliebig. Das heißt, man kann zwei Felder gehen, schießen, wieder zwei Felder gehen, solange man Stamina hat. Auch die Reihenfolge, die hier drankommt, ist beliebig. Allerdings muss jedes Mal, wenn man von euch dran war, die gesamte Aktion zu Ende gebracht werden. Das heißt, jeder Söldner ist einmal dran, mit beliebigen Aktionen, solange Stamina reicht. Danach kommen alle Gegner dran, die im gleichen Feld sind wie der Söldner, im gleichen Sektor sind wie der Söldner. Danach kommt der nächste Söldner und die nächste Söldnerin, danach wieder alle Gegner und so weiter. Das heißt, immer wenn ein Söldner dran war, alle Gegner und dann der Söldner wieder. Kommandoaktionen hat man eine pro Runde. Wenn man die benutzt hat, dreht man sie um auf die graue Seite. Und damit weiß man, man hat sie benutzt. Weil ihr nur zu dritt seid und deswegen euer Leben ein bisschen schwerer ist, habt ihr eine Gruppenkommandoaktion. Mit der kann jeder beliebige Söldner oder jede beliebige Söldnerin agieren. Das heißt, wenn sie dran ist, kann sie die Gruppenkommandoaktion benutzen. Bestmöglich so, dass es abgesprochen ist mit den anderen. Ansonsten auch einfach so. Und am Anfang, nachdem alle Spieler dran waren, am Anfang der nächsten Spielerrunde, wird die auch wieder umgedreht und steht wieder zur Verfügung. Soweit so klar. Wie versucht man nun, Gegner oder sonstige Dinge zu bekämpfen? Das macht man mit diesen Würfeln. Wir können die mal zeigen. Da gibt es ein paar Farben von. Es gibt die gelben Würfel, das sind die schlechtesten. Die haben keinen Ein- oder Zwei-Erfolge. Die Sternchen bedeuten immer Erfolge. Die Orangen sind so mittelgut, die haben 1 bis 3 Erfolge und die Roten haben 1 bis 4 Erfolge und sind die besten Würfel, die man haben kann. Man würfelt immer die Anzahl Würfeln, die auf den Karten steht. Vielleicht kannst du mal so eine Waffe in die Kamera halten. Vielen Dank. Da sieht man ja schon, da steht eine Reichweite ganz oben links. Das ist die Anzahl von Feldern, die man schießen kann. 0 bedeutet, man kann nur im gleichen Feld angreifen. 1 ins benachbarte Feld, 2 Felder entfernt. Danach kommt da drunter ein schwarzer Block, wo Zahlen stehen und Würfelfarben. Das ist immer ganz einfach die Kosten, die man in Stamina ausgeben muss, um die Waffe zu schießen. Und meistens haben die Waffen auch noch eine zweite, etwas höhere Kosten, die erlauben zum Beispiel besser zu zielen oder mehr Gewalt auszuüben in irgendeiner Form. Das heißt, meistens hat man dann ein besseres Ergebnis, zahlt aber auch dafür mehr Stamina. Das Sternchen auf dieser Waffe zum Beispiel bedeutet, dass man automatisch einen Erfolg generiert und einen gelben Würfel hat. Verschiedene Waffen haben unterschiedliche Eigenschaften, wie zum Beispiel die hier, die haben was Ähnliches. Aber beide Waffen haben auch eine weitere Fähigkeit, nämlich sie können beschädigt werden. Das heißt, man hat hier unten diese kleinen Symbole, um die Spezialfähigkeit der Waffe zu nutzen, die hier steht. Und wenn man das tut, dann wird die Waffe beschädigt, es wird ein schwarzer Würfel draufgelegt und sie muss repariert werden, bevor diese Spezialfähigkeit wieder benutzt werden kann. Und so viele schwarze Würfel, wie Slots da sind, kann man drauflegen. Das heißt, die kann man zweimal beschädigen, bevor man sie nicht mehr, diese Fähigkeit nicht mehr nutzen kann. Die kann man einmal beschädigen. Was hat der Pfeil hier zu bedeuten? Der Pfeil bedeutet, dass man eine freie Bewegung hat und dann schießt. Das heißt, mit der Schrotflinte kann man sozusagen sich einmal gratis bewegen auf den Gegner zu und dann schießen. Damit spart man sich einen Fatigue beim Rumrennen. Muss man aber nicht machen, ist optional. Kann natürlich auch, wenn man schon beim Gegner steht, einfach stehen bleiben und den normalen Angriff benutzen. So, soweit, so gut. Wir legen dann gleich mal los, dann kann man den Rest der Zeit erklären. Es gibt nur noch eine Komponente, die ich erklären möchte, nämlich die Diktatorin. Die haben wir eben schon mal gesehen. Die Diktatorin wird in jeder Runde, in der es euch gibt, grundsätzlich ärgerlicher. Sie ist also durch eure bloße Existenz gestört. Sorry. Zusätzlich. Nein. Sorry, not sorry. Wir machen nur unseren Job. Zusätzlich wird für bestimmte Ereignisse oder auch für jeden eroberten Sektor das Ding auch nochmal einen weiter nach oben geschoben. Immer wenn es an einem Ausrufezeichen ankommt, gibt es einen Gegenangriff.
Das bedeutet, dass die Ligatorin versucht, den Sektor zurückzuerobern und ihr habt die Möglichkeit, euch dagegen mit Rebellen zu verteidigen. Das sind diese kleinen blauen Marker. Von denen habt ihr bereits, genau, so sehen Rebellen aus heutzutage. Von denen habt ihr bereits zwei eingesammelt. Wenn ihr in einem Sektor seid, der ein solches Symbol hier hat, dann könnt ihr mit Hilfe von Leadership, also mit euren Anführerqualitäten, wenn sie denn existieren, einen Rebellen trainieren, indem ihr ihn da reinsetzt. Die andere Möglichkeit, die ihr habt, ist, die Diktatoren zu bestechen. Das macht man am sinnvollsten mit Geld. Nimmst du mal zwei von diesen Geldmarkern, wo das Dollarzeichen drauf ist, genau, und gibst sie euch in die Gruppenkasse. Das habt ihr auch schon im letzten Gefecht verdient. Für jedes Geld, das ihr ausgebt, könnt ihr einen blauen Würfel benutzen. Die haben wir bisher noch nicht gehabt, da kommen wir gleich zu. Und versuchen damit, die Diktatoren zu bestechen. Jeder Erfolg auf dem blauen Würfel verringert das hier wieder um einen runter, indem ihr irgendwie ihre Offiziere bestecht. Sie schön. Ah, ihre Offiziere. Ich wollte dann sagen, sie ist schon interessiert. Ich möchte euch loswerden, aber wenn ihr mir Geld gibt, lasse ich es nochmal. Naja, das sind natürlich die Subalternen, mit denen man das machen kann. Genau. So. Das ist mal das. Wenn ihr angegriffen werdet, das ist noch das Letzte, dann gibt es die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Das geht auf zwei Arten. Entweder indem man Rüstungswürfel würfelt, das ist sozusagen einfach, dass die Kugeln, dass der Schaden verringert wird, oder indem man sich vor den Angreifern versteckt, das sind auch wieder die blauen Würfel. Wenn eure Rüstung also einen blauen Würfel hat, dann könnt ihr euch tarnen. Wenn die keinen hat, dann habt ihr die Möglichkeit, Schaden auszuhalten in unterschiedlichen Mengen. Jetzt haben die Geländefelder auch so einen blauen Rahmen. Und das ist extrem clever beobachtet, in der Tat. Es gibt Geländefelder wie Dschungel, da kann man sich besser verstecken. Die geben also einen blauen Würfel zusätzlich. Es gibt Schutz in zivilisierten Gegenden, da kann man sich in Deckung werfen und kriegt einen gelben Würfel zusätzlich. Grundsätzlich würfeln die Spieler immer, die Gegner nie. Das heißt, die bestehen immer direkt aus Zahlen. Würden also, die verstecken sich auch nicht, weil die sind ja die Chefs hier. Das heißt, die blauen Würfel interessieren die nicht. Aber einen gelben Würfel würde bei denen hier bedeuten, sie kriegen eine Rüstung mehr. Die Gegner haben verschiedene Werte. Muss ich auch nochmal kurz zeigen. Das geht von Hitpoints, das ist also die Anzahl von Wunden, die sie aushalten können, über Rüstung, das ist die Anzahl von Schaden, die man machen muss, bevor überhaupt Schaden durchkommt, bis zu dem Schaden, den sie selber machen, das ist das nächste Feld, und die Reichweite, die ihre Angriffe haben. Und das letzte ist der Wert, den man würfeln muss, um sich vor ihnen zu verstecken. Das heißt, das ist die Anzahl der Erfolge, die man braucht, um erfolgreich vor denen sich zu verstecken. Die Jungs zum Beispiel finden... Bei den Snipern geht es noch einigermaßen gut. Eine Bloodcat zum Beispiel braucht schon ein bisschen mehr. Und nach hinten hin, wenn die dann sich in Elite-Versionen verwandeln, oder in Advanced-Versionen verwandeln, dann geht es natürlich noch besser. Nee. Die Zahl hier gibt an, in welcher Reihenfolge sie dran sind, aber da kommen wir dann nochmal zu. Und das hier ist ihr KI-Pattern sozusagen, das heißt das, was sie tun. Der Sniper greift immer an, der bewegt sich ein und greift dann an. Der Strich unter der Reichweite bedeutet, der Sniper hat keine Begrenzung, oder wie? Genau, der Sniper schießt einfach immer, egal wohin. Über die ganze Karte? Ja, da kommen wir zu. Das sind Sektoren, die gelten immer als getrennt. Das heißt, sobald man einen Sektor aufmacht, die Gegner bewegen sich nur innerhalb des Sektors. Man kann aus einem besetzten Sektor, aus einem umkämpften Sektor auch nicht rausgehen ohne weiteres. Das geht nur durch eine Spezialaktion Fliehen am Anfang der Runde. Ansonsten, wenn man im Feld mit einem Gegner zusammensteht und weggehen will, kostet es statt einem Fatigue eine Wunde. Weil man in den Rücken geschossen kriegt dabei. Wie unhöflich. Die Gegner sind nicht umsonst, die Bösewichte sind nicht umsonst böse, die schießen sogar in den Rücken. In diesem speziellen Szenario gibt es noch zwei Besonderheiten. Das eine ist, dass euch Ira, eine von euren neuen Rekruten, erzählt hat, dass es irgendwo hier einen Father Walker gibt in der Stadt, der weiß von einem Konvoi, der im Dschungel versteckt ist und den man kapern kann. Das ist dieser hier. Wenn ihr es schafft, den hier hinzubringen, wie das geht, erkläre ich gleich noch, dann habt ihr einen weiteren Spezialerfolg, das ist sozusagen ein optionales Goal, und beim Anflug seid ihr beschossen worden mit eurem Helikopter und habt was abwerfen müssen unterwegs, um etwas Gewicht zu verlieren und weiter nach oben steigen zu können, und das habt ihr vermutlich da, das heißt, wenn ihr da reingeht und diesen Sektor befreit habt, das heißt, alle Gegner weg sind, könnt ihr euch dieses Paket nehmen, in dem irgendein Ausrüstungsgegenstand lauert. Wir wissen nicht mehr, was wir eingepackt haben. Es ist in eine von den Kisten, es war nachts und es war dunkel und überhaupt. Jo, wir haben die Kiste gefunden, voller Shampoo.
Und sag nicht, dass man das nicht gebrauchen könnte. Ja, ich spiele nämlich Charlene Raven Higgins, die lange blonde Haare hat auf ihrem Bild. Ja. Sieht etwas unpraktisch aus für den Dschungel, erklärt dann aber die Menge an Shampoo, die wir verloren haben. Vielleicht ist auch Haargummi, so deswegen hat sie ihr Haar auch offen, weil sie die Haargummis nicht mehr hat. Wegen des E-Box, den sie Möglicherweise ist es wegen des Steff-Gedächtnis-E-Box. Der Steff-Gedächtnis-E-Box, schön. Ja, ich hoffe, und dann ja, habe ich hier noch den UV-Stift. Ich kann hier irgendwelche Geheimsachen hier genau, draufschreiben. Und dann, draufschreiben. Dann sind die unique. Genau, ja. Dann vielleicht nochmal die anderen kurz sagen, was sie können. Ja, ich spiele Corporal Len Anderson. Der braucht nicht so viel Shampoo, aber dem würde eine Wagenladung Barretts ganz gut stehen. Eine Wagenladung Barretts. Genau, dessen Spezialfähigkeit ist, dass er andere Leute rumkommandieren kann. Genau, also du kümmerst dich um die Rekruten. Also unsere Rebellen. Ja, entweder auch, das. Aber ich kann halt Leuten in angrenzenden, in meinem Feld kann ich sagen, dass sie jetzt bitte ihre erste Waffe verwenden sollen. In deinem Sektor. Genau. In meinem Sektor? Im gleichen Sektor. Ja, tatsächlich. Im gleichen Sektor kannst du irgendjemandem sagen, er möge doch bitte schießen. Da muss er keinen Fatigue für ausgeben, kann auch schon geschossen haben, kann also schon dran gewesen sein und kann diese Waffe dann nochmal benutzen. Das ist ja praktisch. Das ist ziemlich praktisch. Lead from behind. Ich spiele Cynthia, spricht man das aus, gell? Ja. Cynthia Guzman, Codename Fox. Sieht so ein bisschen aus wie Tanja aus einem gewissen Computerspiel. Und kann eine Waffe mehr tragen als alle anderen. Der Trend geht zur Drittwaffe. Richtig. Gut. Eine letzte Sache, die ihr noch machen könnt. Mit eurer Kommandoaktion könnt ihr auch eine sogenannte Gruppenbewegung machen. Das heißt, statt einzeln zu laufen, lauft ihr alle gemeinsam einen Schritt. Ja. Was wolltest du sagen, Nico? Blättergut, die Pferde hören nicht auf in diesem Buch. Komisch eigentlich. Wenn man das nicht am Cover schon hätte ahnen können. Ja, ja, also ein Gruppenmove bedeutet, ihr gebt eine Kommandoaktion aus und nehmt alle Leute ein Feld mit. Das heißt, damit spart man natürlich Fatigue für alle. Und was besonders ist, wenn man bei Jagged Alliance ein Feld erobert hatte, dann hat man den Echtzeitmodus umgeschaltet. Das heißt, man war nicht rundenbasiert, sondern ist Echtzeit. Das ist hier genauso. Das heißt, sobald ein Sektor befreit ist, dieser Sektor ist bereits befreit, das fängt ihr an, so Omerta, hat man die Möglichkeit, sind alle Felder eins. Das heißt, das hier zählt als ein einziges Feld. Ihr steht also alle zusammen in einem Feld, weil hier im Prinzip Echtzeit ist. Ihr müsst also nicht jedes einzelne Feld hier durchlaufen, sondern ihr könnt gleich in den nächsten Sektor vorgehen. In dem Fall ist es auch ziemlich einfach, weil ihr könnt nur in angrenzende Sektoren, das heißt, ihr müsst erstmal in diesen Sektor hinein marschieren, bevor ihr irgendwas tun könnt. Die Frage ist nur, wer macht es, wie macht ihr es? Wäre ja dann praktisch, wenn einer von uns einfach sein Leadership-Skill, beziehungsweise ihr sein Leadership-Skill verwendet und zu schauen. Das wäre vermutlich praktisch. Die Frage ist nur, wer möchte das machen? Ja, ich habe keinen. Was? Das muss man nicht, das ist eine Aktion. Du brauchst keinen Skill dafür, sondern es ist einfach eine Aktion. Dann drehst du die Kommandoaktion um. Ihr könnt auch die überzählige umdrehen, sogar die Gruppenaktion dafür benutzen. Wie wär's denn damit? Dann lass uns doch die Gruppenaktion. Ja, es muss nur trotzdem irgendjemand die Führung übernehmen, weil das ist die Person, die dran ist jetzt. Mist. Go, go, go. Dann fang du mal an. Deine Spezialfähigkeit, markieren. Du kannst Gegner markieren. Wenn Gegner markiert sind, kriegen sie so eine Zielscheibe draufgelegt und dann sind sie so lange, kriegen alle, die auf sie schießen, plus eins Schaden, bis der Kampf zu Ende ist. Ja, also ich würde tatsächlich das Laufen angehen, da du ja Scharfschützin bist, solltest du ja vielleicht einen Schritt weiter hinten sein. Gut. Ja. Wenn man einen neuen Sektor betritt, sucht man sich aus, in welches von den Feldern man rein möchte. Können wir das mit der Deckung nehmen? Ja. Okay. So ein Gedanke. Und ihr schleicht ein bisschen im Dschungel rum. Und hier ist nicht allzu viel los. Ihr findet auf C und auf B Geräusche oder irgendwelche geheimnisvollen Dinge genommen. Wir können die Karten zeigen. Das ist eine Spawn-Karte, das ist noch eine sehr harmlose. Das heißt, hier sieht man Buchstaben, die findet man dann auch in den Sektoren wieder. Und jede Buchstaben geben an, wo was dahin getan wird. Okay. Das taucht dann jedes Mal anders auf. Gut, du bist immer noch dran. Ihr habt jetzt einen Gruppenmove gemacht. Du kannst einen weiteren Gruppenmove machen mit allen oder du kannst dich alleine fortbewegen und die geheimnisvollen Fragezeichen versuchen aufzudecken. Ich würde sagen, du gehst in das blau umrandete Feld. War jetzt mein Gedanke. Genau. Ich gehe jetzt darüber. Dann drehst du das Fragezeichen um. Okay, Suppress. Du bist in Dornengestrüpp reingelaufen und hast jetzt momentan leichte Schwierigkeiten. An dir hängen ein paar Kletten dran. Nein.
Alles, was du jetzt tunst, kostet einen Fatigue mehr. Also jeder Angriff, jeder Schritt kostet dich ein Stamina mehr Richtung Fatigue. Das heißt, der nächste Schritt würde dich zwei Fatigue kosten statt nur einen. Wie kann man das denn wieder loswerden? Das geht von ganz alleine am Ende der Aktivierungsphase weg. Ah, okay. Also dann gehe ich noch weiter. Gut, gibst deine zwei Fatigue aus. Diese beiden werden gleichzeitig ausgelöst. In dem Fall ist es nicht so schlimm. Geld und Waren. Weil es ist nur Geld. Genau. Und Loot. Da liegt was rum. Nimmst du noch so ein Geld? Ja. Das ist gut. Und du findest was, da gleichzeitig jetzt dieser Sektor befreit ist und ihr alle Geheimnisse gelüftet habt, gilt das wieder als ein Feld. Mhm. Das heißt, ihr steht jetzt alle nebeneinander. Yay. Können also auch beliebig diese Camo-Fatigues jeder Person gegeben werden. Das ist eine Rüstung, die besonders gut zur Tarnung ist, wie man sieht. Tarnen? Gerne. Rucksack. Ja. Genau, das könnt ihr normalerweise nur am Anfang einer Aktion machen, die Sachen tauschen, aber da ihr jetzt gleich eine Aktion habt, ist das nicht so wild, können wir sagen, habt ihr es dann gemacht. Okay. Gut, dann würde ich, du kannst jetzt noch weitermachen, oder? Du bist immer noch dran. Solange du Fatigue hast, Stamina hast, kannst du das machen. Es kommt, wie gesagt, pro Runde zwei automatisch zurück und mit Leadership kann man auch noch mehr zurückgeben. Ja, es kostet jetzt im Moment viel Material. Das ist ziemlich teuer im Moment. Achso, okay. Nee, dann lass mal erst. Wollen wir dann in das Feld hier weiter oder in das da hinten? Ich würde sagen, in das. Dann können wir hier. Dass wir den Konvoi uns genau vornehmen. Okay. Das wäre mein Vorschlag. Komm, gut. Dann gehe ich mal vor. Geht jetzt bei mir auch auf Grau. Der ist nicht auf Grau, du kannst ihn benutzen, allerdings kannst du momentan nichts damit tun, weil du könntest natürlich noch einen letzten Gruppenmove ausgeben, um in das Feld da rein zu marschieren. Dann ziehst du alle mit. Aktivierung. Ja, weil ach so. Ich kann mit meiner Aktivierung eh nichts mehr machen, weil es mich mehr kostet. Ja, genau. Deswegen dadurch, dass kein für die kostet. Auch da wieder die Frage, wo wollt ihr hin? Ihr könnt euch auch unterschiedlich aufteilen, wenn ihr möchtet. Also ich würde in die Tarnung gehen. Da ist ein Buchstabe, ich sag nur, dass wenn dann was spawnt, dann spawnt es da. Das mögt dann vielleicht, könnte... Du willst ihn bitte... Nein, ich möchte mich auch gerne in Tarnung bringen, und zwar unten, genau da. Hm? Okay, ihr teilt euch klassisch auf. Ja. Hier ist es dann doch schon ein bisschen gefährlicher. Hier findet sich ein Sniper auf C und ein Rothemd auf B. Das heißt, ihr seid in einen bewachten Stash reingelaufen. Da gibt es dafür auch dann tollen Loot, wenn ihr denn die Gegner besiegt. Okay. Du warst jetzt gerade dran, das ist das Ende deiner Aktivierung. Mhm. Jetzt hast du natürlich das Problem, da sind aktive Gegner. Das heißt, die würden jetzt auf dich schießen bzw. auf den nächstgelegenen Gegner zurennen und den angreifen. Wenn du also jetzt noch was tun möchtest, steht dir das noch frei. Aber deine Waffen haben alle keine Reichweite. Die haben alle keine Reichweite. Ich müsste also wieder fürs Laufen ausgeben. Und an dir hängen noch Kletten. Genau. Ich jetzt laufe. Mal blöd gefragt, wenn ich jetzt laufen würde, hier hin und anschließend die Fähigkeit vom Gewehr nutzen würde. Das wäre ja auch nur ein Stamina. Das Laufen auch, das auch? Das Laufen, nee, das Laufen kostet nichts. Das würde zwei Stamina fürs Laufen bedeuten und zwei Stamina fürs Gewehr schießen, weil auch das ein Stamina mehr kostet. Achso, das kostet dann auch ein Stamina. Dann bist du auf null, aber dafür... Bist du nochmal gegangen und hast jemanden geschossen. Und hast den Sniper angeschossen. Ich weise eigentlich darauf hin, dass dann der dich als nächstes dich angreifen wird und du keinerlei... Wenn du dich nicht tarnst, du hast dann keinerlei Hitpoints mehr. Und sobald du dir noch was abziehen musst, obwohl du keinen Stamina mehr hast, wirst du eine schwere Wunde erleiden. Ich bleib da stehen, wo ich stehe. Gut. Dann ist es einfach, wir Gegner aktivieren sich entlang ihrer Initiative. Das heißt, der Grunt kommt als erster dran, läuft auf den nächsten Gegner, den er sieht, zu. In dem Fall seid ihr beiden das. Ne? Und jetzt geht es ganz simpel. Der Gegner, den er sich aussucht, ist im Uhrzeigersinn vom Spieler sitzend der nächste Spieler. Das heißt, du hast die Ehre, Opfer des Grunt-Angriffs zu werden. Der Grunt macht automatisch drei Schaden. Mhm. Und du kannst versuchen, dich zu tarnen. Ja, ich kriege einen Bonuswürfel dadurch, dass ich im Dschungel ganz bin. Genau. Und zwei durch meine Camo-Fatigue. Jawohl. Und das langt, weil man muss einen Ausweicher haben. Ja. Das heißt, er rennt rein, sucht dich mit seiner Pistole, rennt umher, aber du sitzt irgendwo im Dschungel. Aber ich habe mich mit Schlamm beschmiert. Genau, hast dich mit... Und drück mich gegen den gegen die Wand. Hast deine blonden Haare als Lianen getarnt. Und ja. Gut, damit ist der Angriff vorbei. Der Sniper hingegen schießt in einer unendlichen Reichweite und dann bevorzugt er immer den aktiven Spieler. In dem Fall also einen Schuss auf Cynthia. Der Sniper würde automatisch zwei Schaden machen. Du kannst jetzt entweder versuchen, dich zu tarnen im Dschungel mit zwei blauen Würfeln
einen von hier und einen von deiner Rüstung. Oder du kannst deinen Rüstungswürfel würfeln. Dann versuche ich mich zu tarnen. Versuchst du dich mal zu tarnen. Das gelingt. Jawohl. Ausgezeichnet. Was bedeuten denn die Grenzen? Die Grenzen bedeuten Expertise, wenn man bestimmte Fähigkeiten hat oder bestimmte Verbündete oder bestimmte Gegenstände, dann kann man die Expertise nutzen, dann würfelt man einfach nochmal und zählt den Wurf, den man macht, dazu. Also der explodiert sozusagen. Gut, also auf diesem Angriff ausgewichen, Kugeln pfeifen durch die Gegend, aber bisher noch sehr ineffektiv. Und jetzt seid ihr wieder dran. Ihr könnt euch aussuchen, wer als nächstes agiert. Soll ich mir den mal vornehmen? Ja. Gut. Mach du mal was Schönes. Sie kann ja nur für ein Nachbarfeld schießen. Mhm. Genau. Schadenswerte sind hier identisch bei meinen Waffen. Das kann gut sein, ja. Also ein gelber Würfel kann alles mögliche sein und gelber Würfel plus ein Erfolg automatisch ist auch alles mögliche. Null heißt, ich muss nichts ausgeben. Null heißt, du gibst nichts aus, genau. Das ist einfach ein Revolver, den kann man ohne große Probleme schießen. Allerdings, das ist ein gelber Würfel, nur als Hinweis, die Grunts, also die Rothemden, haben eine Rüstung, das heißt, du musst mindestens zwei Schaden machen, um sie zu beschädigen. Das ist blöd mit einem Würfel. Das kann gehen mit einem gelben Würfel, weil der hat auch eine 2, aber das ist eine 1-6 Chance. Erinnert mich irgendwas daran, 6-mal auf den zu schießen? Ja, du kannst deine Waffe jeweils nur einmal benutzen. Ah, okay. Es hindert dich was dran, 6-mal zu schießen. Das ist die Spielregel. Ja, ja. Immer diese Spielregeln. Immer die blöden Spielregeln. Nee, das ist gut. Wenn du es übrigens doof findest, dass ich hier in UV-Schrift was auf den Tafel. Wir kriegen das sicher wieder runter. Na klar, wie von deiner Hand. Das ging ja auch leicht ab. Musst du das Spiel kaufen eigentlich? Ja, das ist die Spezialausgabe. Aber guck mal, das kommt mit Zweien. Von deinen eigenen. Von deinen eigenen. Und meine eigenen. Wir hatten vorab auch schon das Gespräch, dass es bisher an Let's Plays auch tatsächlich irgendwie nur das gibt, was wir mit dir schon gemacht haben. Dass der Eindruck langsam entsteht, dieses Spiel würde mit dir ausgeliefert. Genau, das ist auch so. Jede von diesen Spielen wird persönlich mit mir ausgeliefert. Ich erkläre auch an die Spielregeln, deswegen dauert es auch ein bisschen länger, bevor das überall in die Welt geschippt ist. Und das Paket ist sehr groß. Okay, ich würde tatsächlich 2 Fatigue ausgeben dafür. Das ist tatsächlich gut. Denn dann habe ich einen Stern automatisch. Genau, das ist ein automatischer Erfolg und muss noch einen würfeln. Genau, nee, den... Den gelben Würfel. Darf ich schon so würfeln? Genau. Und einen dazu. Den... Das bleibt nicht an der Rüstung hängen. Die Kugeln pfeifen, aber der gut gerüstete Grunt interessiert sich dafür nicht. Okay. Zwei Klötzchen rüberschieben, ne? Ach ja. Genau. Und 2 ausgeben. Genau. Immer dran denken, man kann die Waffe auch beschädigen, manche von denen, um was Spezielles zu machen. Den Revolver nicht. Nee, den Revolver nicht, aber... Aber das Ding, ja, dann habe ich auch Kletten... Nee, das macht dann Suppression bei dem anderen. Ach so. Dann macht er nur noch halben Schaden und kann sich nur noch halb so weit bewegen. Bewegen muss er sich nicht, da seid ihr nah genug dran, aber sein Schaden verringert sich. Wie viel Schaden macht er denn? Momentan würde er 3 machen, wenn er trifft, dann würde er noch 2 machen. Das ist nicht so sinnvoll. Ich versuche mit dem Gewehr da auch mal zu schießen. Mhm. Auch dafür 2 Fatigue wahrscheinlich. Das kostet 2 Fatigue. Auch wieder einen automatischen Erfolg. Ja. Und wenn es gut läuft. Ja. Yay! Ein Schuss, Geld durch die Nacht, noch ein Schuss und dann liegt er neben. Lass ihn bitte so umgekehrt liegen, weil das bedeutet, dass es Loot gibt und da jetzt kein Gegner da im Feld ist, kannst du ihn auch tatsächlich gleich nehmen. Jetzt kannst du ihn wegtun. Okay. Was haben wir denn da? Den könnt ihr wieder teilen, theoretisch. Also nicht teilen, aber euch frei verteilen. Eine stichsichere Unterwäsche oder sowas. Mhm. Ja. Immun gegen was auch immer. Immun gegen was auch immer? Ah, gegen Blutung wahrscheinlich. Ja. Ja, kann man das jetzt zusätzlich tragen oder? Nee, das kann man. Geht auch nur auf den Rüstungsdruck. Ist das, kann ich von dir das nicht erkennen? Ist das eine Rüstung? Ist das ein Gewehr? Ist das ein Upgrade? Das kann auch sein. Das sieht eine Upgrade aus. Ist das ein Upgrade? Das ist ein Zahnrad mit Rüstung drumherum. Das ist ein Zahnrad, ja, ist ein Rüstungsupgrade. Den kann man sich unter die Rüstung dran tun, wenn man einen Upgrade-Slot hat, wo mindestens eine 1 steht. Wenn man 0 Upgrade-Slots hat, dann. Haben wir nicht. Geht das blöd. Keine unserer Rüstung kann abgebildet werden. Also für später aufheben. Ja. Gut, erster Gegner ist besiegt. Du hast immer noch eine Kommandoaktion. Ja, genau, die möchte ich auch verwenden, um der Charlene zu sagen, dass sie doch mal bitte auf den Sniper schießen soll. Ah ja, Sir. Was bringt mir das? Du musst einfach nur einen orangen Würfel, es kostet dich nichts und du hast einen Freischuss. Freischuss. Yes! 2 Schaden und das war's. Den da erschießen. Bam. Genau. Gemacht. Auf klar, erkanntes Ziel, Feuererlaubnis. Ja. Ich musste nicht mal aktivieren, oh Scheiße. Genau, bisher hast du nicht mal aktiviert. So, so gut seid ihr. Genau. Und es findet sich schon wieder was. Loot. Flashbang.
Das möchte doch sicher jemand von den Leuten, die also den Nahkampf gehen. Kriegen wir das einfach so? Das kriegt ihr einfach so, weil okay, jetzt habt ihr wieder Echtzeit. Genau, Sektor ist cleared. Hättet ihr jetzt eigentlich zwei, wir haben jetzt zwei Sektoren besiegt. Ihr habt zwei Sektoren besiegt, wir kommen gleich dazu, dass, die ärgert sich nur über das Sektor mit Totenkopf. Und ihr findet als Belohnung hier noch ein paar Blutdiamanten. Oh, charmant. Juhu. $4. Pesos damit, oder was auch immer. Genau, damit kann man, glaube ich, die Diktatoren-Leute bestechen, wenn ich das richtig sehe, oder? Wie viel? Moment, discard eine Activation-Tool. Discard your Activation to lower threat track by 2. Damit können wir Leute bestechen. Damit könnt ihr Leute bestechen. Das ist jetzt noch nicht so notwendig, aber später mal kann das ganz nützlich sein. Das könnte werden. Hier mein vertrauenswürdiger Träger, nimm die Blutdiamanten. Ja. Das ist auch schon eine Regel, wenn man den Leuten so wertvolle Dinge gibt. Helmus ist treu. Sind jetzt eigentlich alle befreiten Sektoren ein Sektor? Nee, das gilt praktisch alles als ein Feld. Das heißt, das ist ein Feld, das ist ein Feld, das ist ein Feld. Aber wenn ihr von da nach da lauft, gebt ihr praktisch zwei Fatigue aus. Okay. So, bisher war es einfach. Ihr seid von Erfolg zu Erfolg getaumelt. Ja, was heißt hier getaumelt? Gelaufen. Wir haben uns im taktisch brillant gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Schön. Und du kannst immer noch was machen. Wenn du noch Fatigue hast, kannst du noch was tun. Und ansonsten kannst du weitergeben. Ich habe noch zwei Fatigue, aber es ist... Doch, Moment. Ich kann doch meine... ich habe meinen Command-Dings schon verwendet. Ausgeben, um sie dafür dazu anzustiften, jemanden zu erschießen. Genau. Und jetzt kannst du noch Leute anschreien, damit sie mehr für... Nee, das kostet auch den Command. Das kostet auch die Command. Genau, Command. Davon kann man nur einen machen. Okay. Nein. Ganz vergessen, dass die Diktatorin als eine Spezialfähigkeit startet sie natürlich mit Elliot, auch bekannt unter Elliot, du Idiot. Der ist ihr Leutnant und der muss immer Bericht erstatten. Im Spiel kommt er immer reingelaufen, Bericht erstattet darüber, dass die Söldner schon wieder einen Sektor eingenommen haben, wird geohrfeigt und von der Diktatorin zur Sau gemacht und ist ja trotzdem hündisch treu ergeben. Und den hat sie natürlich dabei. Der sorgt dafür, dass es erstens schwieriger ist, die zu bestechen. Und zweitens, sie schon etwas zorniger anfängt, weil wer mit Elliot arbeiten muss, ist immer schon ein bisschen genervt. wollen wir dann vielleicht gleich in den nächsten Sektor vorrücken, um uns da die Rebellenunterstützung zu sichern? Aber das ist gleich an der Methodenkopf und wir haben, obwohl, Wir haben da nur kein Feld mit Deckung. Yep, das ist so. Genau, die roten Felder bedeuten, dass man da nicht drüber laufen kann, das ist Gebirge, das heißt, man kann da nur in das linke Feld reinmarschieren. Okay, aber ich kann jetzt natürlich sagen, jetzt ist meine Aktion dran und ich gebe meinen Kommando-Token aus, um uns darüber zu schubsen. Oder wir gehen erst dahin, um uns danach zu entscheiden, in das Feld mit dem mit unserem Drop zu gehen. Was ihr für sinnvoll haltet. Looten. Okay. Dann bin ich jetzt dran. Wenn ich sage, Leute, setzt euch in Bewegung, wir gehen jetzt nach Norden. Nein, Norden ist da. Los jetzt, hier. Wird in den oder in den? Das Rote ist un... Da können wir nicht das Rote kann man nicht drüber laufen, aber drüber schießen. Also ich gehe jetzt mal dahin. Ja, da würde ich mich auch dabei bewegen, weil dann kann keiner von oben runterkommen. Ja, das ist sinnvoll. Gut, alle auf einen Haufen, damit ihr auch die Mine mitnehmen könnt. So, was ist hier drin? Ein verwundeter Soldat. Dieser Sektor ist bereits befreit. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings seht ihr hier einen verwundeten Soldaten und wenn ihr es schafft, hier einen Skill-Roll zu machen, wird der Verwundete den Halt, also zwei Erfolge auf Heilung kriegt. Dann bedankt sich der verwundete Soldat, indem er euch einen Loot gibt und ansonsten liegt er weiter verwundet und blutet. Gut, dass du unsere Sanitäterin dabei hast. Also ich kann dann zwei gelbere würfeln, du könntest einen orangenen würfeln. Ich bin diejenige, die dran ist, ne? Ja. Okay. Ich und die Sanitäterin. Was ist denn da unten drunter? Kannst du aber nicht mehr machen, weil du hast deine Command-Ecke schon ausgegeben. Zumindest nicht mehr in dieser Runde. Achso. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir können uns jetzt nämlich durch den Dschungel in das Ding mit unserem Drop fortbewegen. Wenn du verstehst, was ich meine. Da kämen wir doch in den Dschungel. Du, der Sektor ist ja schon befreit. Das heißt, wir sind ohnehin wieder im echten Modus. Ja. Genau. Also ich kann euch jetzt nicht mehr darüber schicken. Wir haben alle unsere Kommandopunkte verbraucht. Wenn, dann musst du alleine rein. Das finde ich nicht gut, weil die Felder, die Deckung haben, auch einen Buchstaben haben. Außerdem bist du diejenige mit dem Medic. Wir können natürlich auch die Runde für beendet erklären.
Das steht euch frei. Und nächste Runde weitermachen. Ich habe genau keinen Stamina verbraucht. Okay. Ja, aber das macht ja nichts. Ich habe nicht mal aktiviert. Doch, ich habe aktiviert, nur um in den Nachbarn zu gehen. Genau. Aber ich war nicht ineffektiv. Ja. Dann lass uns doch trotzdem hier jemanden umgebracht. Das müssen wir erstmal machen. Genau. Er hat mich halt angeschrien. Dann habe ich aus Versehen den Boss hoppla, peng. Was ich schon da hat sich wieder ein Schuss gelöst. Ups. Ja. Gut, also Ende, nicht Ende? Ende der Runde, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, dann ist die Diktatorin dran. Die Diktatorin ärgert sich grundsätzlich, weil es euch gibt. Ist die schon auf dem dritten Feld? Sie ist jetzt auf dem dritten Feld, weil sie fängt mit dem zweiten bereits an. Weil sie Elliot hat. Ärgert. Ich verstehe. So, das ist jetzt auch ganz gut, dass du noch verdienst, weil jetzt kommt ein Event. Der Event hat immer die Farbe des Totenkopfs. Das heißt, je weiter das eskaliert, umso mehr schlechter werden Events. Jetzt ist ein tropischer Sturm, das heißt, es regnet und hagelt und blattert ganz fürchterlich und ihr könnt leider in dieser Runde kein Stamina zurückkriegen. Das heißt, es wird für die Runde, die jetzt dran ist, kein weiteres Stamina zurückbekommen. Außer natürlich, wenn ihr euch anschreit, weil das geht auch durch den Regen durch. Ja, aber dafür muss man ja seinen Command, seine dazu, Kommando. Die Kommandoaktion kriegt ihr trotzdem zurück. Die seid jetzt seit der neue Spielerrunde. Alle Kommandoaktionen und die Gruppenkommandoaktion werden umgedreht. Okay. Und es steht euch frei. Wie hat Ihre Wut den Sturm ausgelöst? Das ist einfach ein Event, die kommt nach und nach, aber wenn sie erstmal die Herrin der Insel ist. Ich würde vorschlagen, fang du mal bitte an und versuch den mal zu heilen, den Typen. Okay. Wohlgemerkt, wenn sie dran ist, dann muss sie alle Aktionen durchführen und ist dann nicht mehr dran, bis ihr alle dran wart. Ja, aber du kannst deine Kommandoaktion und die Gruppenkommandoaktion nehmen, um zu heilen. Kann man tun. Theoretisch hast du zwei Versuche. Mhm. Kannst auch heilen und wenn es geklappt hat, uns dann alle weiter schicken. Ja, aber du bist die Einzige, die eine Chance dazu hat. Die alle anderen würfeln immer nur einen Würfel. Ja, ach so, mit dem Orangenen, ja. Orange. Da ist aber auch ein Null drauf. Gute Chance, ne? Ja, das ist eine 0, 1, 2 oder 3 drauf. Ja. Da sind 0, 1 oder 2 drauf, den gelben. Mhm. Aber zwei gelbe sind immer noch besser als ein Orangener, oder? 0, 1 oder 2. Nee. Der hat 3 und mehr Zweier als beide Würfel. Also wie wär's, wenn er, sie. Ja, sie. Okay, dann und das hier hast du nicht mehr, richtig? Genau. Nein, genau. Das ist genau. Dann fang du halt an. Dann lassen wir mal. Das ist sogar sehr gut, denn. Ja. Genau. Das würde ich jetzt meinen für nehmen. Das ist ein Erfolg. Hättest du jetzt Expertise, könntest du nochmal würfeln, hast du aber nicht. Insofern ist der Verwundete, schaut dich immer noch ein bisschen traurig an. Du drückst ein paar Pflaster drauf, aber die Blutung will nicht aufhören. Würde denn jetzt im zweiten Versuch ein weiterer Erfolg ausreichen? Nein, die sparen sich nicht auf, sondern er muss wieder neu anfangen. Also soll ich es nochmal versuchen? Ist uns das der Loot wert? Was ist denn? Ja, ansonsten liegt der Verwundete da rum. Das kann man auch nicht so sonderlich. Ist nicht gut für unseren Ruf. Das geht nicht als Söldner, okay. Okay. Leider nein. Da liegen. Und jetzt? Ja. Jetzt bist du immer noch dran. Kannst du was tun oder es lassen? Soll ich ein Feld weitergeben mal alleine? Schon mal gucken, richtig. Ja, mach mal. Was hast du gegen Florian? Hab gar nichts. So, das ist gut. Da bist du gleich im richtigen Feld. Musst nicht weit laufen. Mhm. Ja, die erschießt du gleich. Zwei Grunts und ein Sniper, allerdings auf B, der steht, also in Deckung. Eine Patrouille, in die ihr reingelaufen seid. Ups, in die ich reingelaufen bin. Momentan nur du reingelaufen bist. Beide, bisher sind alle genauso überrascht wie du selber. Du hast leider jetzt nicht die Möglichkeit zu fliehen, das kannst du nur am Anfang deiner Runde tun. Und kann ich meine Bewegung ausgegebene gleichzeitig als Waffe für die Schrotflinte benutzen? Aber dann würdest du aus einem Feld rausgehen, wo Gegner sind. Nein, ich bin ja in das Feld reingegangen, meine ich, dass ich den Stein. Ja, aber du wusstest vorhin. Nee. Ja, ich wusste es nicht. Das nimm doch erst den Revolver. Gut, dann schießen wir mit dem Revolver ohne Erfolg, ne? Ne, die brauchen zwei. Du musst mindestens zwei erreichen, ne, in Einrüstung. Also es könnte funktionieren. Es gibt eine 1 zu 6 Chance, dass es klappt. Bei einem 6 Schüsser. Irgendeiner trifft schon. Ah ja, komm. Das ist eins. Noch ein. Und ein automatischer Erfolg. Sind zwei Erfolge und das langt für dann einen Grunt. Oh. Stöhnt er noch auf. Und lässt ein weiteres Backpack fallen. Dass du momentan niemand anderem geben kannst, weil du alleine im Feld stehst.
Aber du hast genügend Platz in deinem Backpack, um Backpacks reinzuholen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn du hast 30 auch noch einen Jahre alt bist, da sollte man zumindest irgendwo genug in seinem Haushalt eine Tasche besitzen, in der nur andere Taschen sind. Das war sehr erfolgreich. Du hast sogar noch einen Stamina und könntest theoretisch flüchten? Ja, nicht wirklich. Du könntest deine Shotgun noch einmal abfeuern. Wenn jetzt fließt, kriegst du automatisch eine Wunde und... Ja, aber mit der Shotgun hat er einen Würfel, das bringt nichts. Wenn ich laufe und schieße auf den Sniper, geht das? Das geht, ja. Du kannst da reinlaufen und auf den Sniper schießen. Allerdings weise ich darauf hin, dass der Sniper jetzt auch eine Rüstung hat, weil der in einem Feld steht mit Rüstungssymbol. Also das ist eh unmöglich. Nee, eine kleine Tarnung. Dann behalte ich meinen Stamina vielleicht. Direkt neben dem, was immer das hier auch ist. Container. Vielleicht kann meine Wunde damit noch überleben. Okay, dann war das deine Runde soweit. Dann sind die Gegner dran, die müssen gar nicht weit laufen. Der Grunt aktiviert als Erster, macht automatisch 3 Schaden, es sei denn, du schaffst auszuweichen oder dich zu tarnen. Ich versuch's mal mit. Die haben nur Einser, gell? Die haben nur Einser, es ist eine 50% Chance auf jedem Würfel. Ich weise dich darauf hin, dass du deine Rüstung beschädigen kannst, dann könntest du einen Würfel nochmal würfeln, der nicht geklappt hat. Das lohnt sich vor allen Dingen bei blauen Würfeln, weil die, wie gesagt, 50-50 sind. Gut, dann probieren wir mal. Weil besser eine kaputte Rüstung als einen kaputten Typen. Das musst du natürlich vorher machen, also vorher entscheiden sozusagen. Jetzt kommt der Nächste, da könnte der Attacke... Den Reroll kann man doch erst nach dem Wurf... Den kannst, du musst vorher entscheiden, dass du dir den Reroll kaufen möchtest, okay. Aber ja, egal. Auch jetzt richtig. Wieder, nur wenn er kaputt geht, geht es halt kaputt. Genau, ja. So, wunderbar, 2 Erfolge, du bist exzellent ausgewichen. Jetzt schießt der Sniper auf dich, auch der möchte 2 Schaden machen, braucht einen Erfolg, um ihm auszuweichen. Gleiches Spiel. Gleiches Spielchen und ich sage auch wieder an, im Notfall schrotte ich die Rüstung. Brauche ich auch. War gar nicht notwendig, aber dadurch, dass du sie angesagt hast, musst du trotzdem schon mal schrotten. So, kein Problem, ich habe noch 2. Gut, das ist ja rüstungmäßig. Du hast ja auch genügend Rucksäcke, wo die Rüstung drin sind. Das ist das Mule auf dem Mule. Gut, du schaffst also wieder, dich vor den Schüssen irgendwie irgendwo rumzudrücken und sie hallen durch den Dschungel. Ich verstecke mich hinter meinem Träger. Genau. Hamus, steh auf, ich will mich hinter dich stellen. Der hat ja 2 Rucksäcke, die halten die Kugeln ab. Kevlar-Rucksäcke. Gut, das war deine Runde. Kevlar-Rucksäcke. Die nächste Spielerin oder nächste Spieler sind dran. Hast du eine Chance, die zu erschießen? Ich habe keine Stamina mehr. Nee, er kann dich schießen lassen. Achso, das der Trend geht ja zum Schießen lassen. Mit einem gelben Würfel kann man, hast du eine 1-6 Chance, ne? Ja. Dann kann ich besser dir befehlen, den zu erschießen. Dazu müsst ihr aber erst ins Feld reingehen. Ja. Aber ja. Ach so. Du kannst nicht von einem Sektor in einen anderen Sektor schießen, du musst erst in den Sektor rein. Aber das ist ja kein Problem. Dann würde ich sagen, du hast gar keine Stamina. Doch, du hast alle Stamina. Ja, ja. Ich letzte Runde nicht machen, machen dürfen. Dann geh du doch rüber. Ich gehe rüber. Ja, das glaubt ich. In das gleiche Feld. Ja, jetzt wird es langsam voll. Achso, genau, den können wir mitnehmen. Ja, von hier aus treffe ich ja niemanden. Ja. Ich gehe rüber und... Mit deinem formschönen Fass. Ja, und dann lasse ich mir Zeit, warte, ich gebe mein Kommandodings aus, ja. Um jemanden zu marken. Und zwar wen? Den Scharfschützen. Gut, ja. Also ein Zielscheibendings. Und das heißt jetzt, es gibt einen Schaden mehr. Einen Schaden mehr, ja. Das negiert genau die Rüstung, die ihm durch die Stadt oder die... Und dann lasse ich mir schön Zeit zu zielen. Okay, und würfelst 2 orangene Würfel. Ja, muss auf den Grunt oder auf den Sniper? Auf den Sniper. Gut. Und ich brauche tatsächlich, du brauchst tatsächlich den Marker, um ihn töten zu können. Nee, du brauchst tatsächlich einen mehr, weil der hat 2 Hitpoints. Und du hast das heißt, ich richte nichts aus. Doch, du hast einen Schaden, den merkt er sich tatsächlich. Das ist das, was gemerkt wird. Blutet ein bisschen, aber steht noch, all dieweil er zum Glück in Deckung sich rechtzeitig werfen konnte. Ja, mehr kann ich nicht machen, weil ich nur eine Waffe habe. Insofern übergebe ich an dich und sie schießen auf mich. Genau. Als erstes kommt der Grunt, der würde... Dann einfach dich angreifen als aktive Spielerin und du versuchst es zu verstecken, sonst macht er 3 Schaden. Nein, die macht er nicht, weil du dich exzellent tarnst. Ich habe immer noch den Schlamm angeklebt. Gleiche mit dem Sniper, der versucht das auch. Wieder 3. Gerade so. Das langt noch. Der Sniper ist hat auch nur 1. Ja. Ist noch keine Elite-Version, die hätten jetzt schon euch leichter erwischt. Gut, das war's. Völlig harmlos, die Gegner. Schießen wild in der Gegend rum, wie es gehört für Helden. Taucht ihr unter den Kugeln durch. Ja, ich... Du kommst mal rüber? Geh mal heldenhaft hier hin. Ist? Ja. Das kostet dich ein Fatigue. Genau, ein Fatigue zum Rüberlaufen.
Mhm. Ja. Und dann machst du eine Kommandoaktion, um sie schießen zu lassen. Genau, um sie den Sniper erschießen zu lassen. Trend geht eindeutig zum Schießen lassen. Das ist souverän. Ja, fantastisch. So, und damit kriege ich tatsächlich mein Kommandodings wieder, das ist egal. Das ist cool, aber für jetzt egal. Es war halt ein markierter Gegner, wenn ich einen markierten Gegner töte, dann. Mhm. Damit wäre deine Runde vermutlich auch ziemlich fertig. Das Paket kann ich erst aufheben, wenn der Sektor klar ist. Ne? Oder wenn du reinläufst in das Feld, aber ja. Ja, könnte ich ja machen. Nee, weil du hast nur noch einen Stamina. Wenn du jetzt zweischrittig bewegen willst, fällst du drauf. Ich mache ja nur einen. Ist hier. Ach, darin. Achso, nee, das kommt, wenn das ganze Feld befreit ist. Das ist nicht sozusagen irgendwo hier. Ich soll nicht vom Chat ausrichten, dass ich trinkt. Das stimmt. Ja. Irgendwo hier fährt doch noch so eine Cola rum. Warte. Was? Was? Ja, da ist sogar null Zucker drin. Das ist schön. Wir teilen das. Okay, wenn mich der Chat schon zum Trinken auffordert, na dann. Chat macht uns alle noch zu Alkoholiker. Wilder Aktionismus. Flasche hier leer. Was habt ihr jetzt davon? Trinkst du denn genug? Ja. Nico blättert in einem süßen Buch. Mit ganz vielen Tieren, die Gefährten sind. Er hat gerade im Hintergrund haufenweise Seiten mit Kätzchen, Gefährten, Gefährdeten. Mit Kätzchen und Hunden durchgeblättert und versucht mich abzulenken. Teuflisch. Mit Cat-Content? Kann man dich damit ablenken? Ja. Ist cool. Okay. Mit Cat-Content und mit Dog-Content fast sogar noch besser. Dann Prost an den Chat. Genau, zum Wohl. Fun Fact, bei uns im Ort gibt es Leute, die wohnen eine Straße weiter, die haben so einen Innenhof mit einem Tor davor, die haben einen unglaublich süßen Hund. Irgendwie so ein Mischling, wo Border Collie und sonst was drin ist. Der ist unglaublich flauschig und immer sehr lieb. Und wir kommen da immer dran vorbei, wenn wir zurück zu uns nach Hause fahren, und wir schauen das nächste Mal, ob der Hund da ist. Und es ist halt immer ein Highlight des Tages, wenn dieser Hund irgendwo draußen auf diesem Innenhof unterwegs ist. Also, sollten eure Nachbarn irgendwann diesen Hund vermissen, wissen sie Bescheid. Nein, wir dachten jetzt aber schon, vielleicht sollten wir irgendwo mal hingehen und den Leuten Hallo sagen und erklären, warum wir da immer so lang vor lang schleichen und verdächtig auf ihr Haus starren. Da kommen wir die beiden grusigen Leute, die in unsere Einfahrt reinschauen. Ich habe noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt beende, ist ja unsere Runde vorbei. Ja, dann kommt der Gegner noch mal dran und dann eskaliert die Diktatorin. Ja. Vielleicht. Okay. Aber da spawnen nicht zwangsläufig neue Leute, oder? Nee, erstmal nicht. Mhm. Also es kann auch durch ein Event passieren, aber erstmal passiert nichts. Weil mit dem einen Stamina kann ich jetzt nicht allzu viel reißen. Das Bestechen müssen wir vor am Anfang. Das müsst ihr machen während eurer Aktion. Also wenn ihr also jetzt zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt. Die Gruppenkasse ist voll. Was kostet es denn? Zwei, weil der LJ dabei ist. Sind die etwas teurer? Das heißt, du musst zwei Gold pro Wollen wir die mal Schritt bestechen, zahlen. Um das Event aufzuschieben? Dollar. Wegen mir. Das heißt, du rufst jetzt eben im Satellitentelefon an, das auf ein Schweizer Konto mit folgender Nummer. 2 Pesos, wie man das reden soll. Genau. Überweise 2 Geld auf Nummernkonto 000000000001235. Ja, da wäre keiner drauf gekommen. Ja, ich habe nämlich die 4 ausgedacht. Ja, genau. Mein Lohn. Das heißt, ihr bestecht dich um einen. Ja. Das geht um einen wieder runter. Irgendein Offizieller fängt an, Nachrichten zu verschlampen und dringende Befehle im Papierkorb zu werfen. Gut. Mhm. Dann würde ich sagen, war's das, oder? Von dir, wenn du fertig wärst. Ja, dann kämen wir nochmal. Ich habe noch einen Stamina. Gut, dann ist der letzte Grunt nochmal dran. Der hält natürlich hier die Position, tapfer wie er ist, und greift automatisch dem aktiven Spieler im Uhrzeigersinn nächsten Spieler an, den er erreichen kann. Dankeschön, das schaffst du. Und du kannst dich mal wieder tarnen im Dschungel. Yeah. Oh, aber sowas von souverän. Ja, nämlich die bei uns im Team angebotenen Make-up-Kurse. Da hat sich doch wieder bewährt gemacht. Tarnstreifen und Fango-Packung im Gesicht. Du hast auch den neuen in Camouflage. Und dann nehmen wir den Tarnstift und tragen den regelmäßig auf. Danach nehmen wir unseren Beauty-Blender und machen die Grenzen davon ein bisschen weicher. Damit es nicht glänzt im Dunkeln. Ganz wichtig, sonst reflektiert es den Scheinwerfer. Wir tragen dann noch ein bisschen Translucent Powder auf und warten 5 Minuten, Baking, bis dann das Ganze... Ja, dann sagt noch einer, man lernt nichts bei so Spielen. Ja. Und dann zieht Fox ihre verspiegelte Sonnenbrille runter, bevor die gemacht hat. Nachts. Ja.
Ja. Nicht so, nee. Das Event passiert trotzdem? Das Event passiert trotzdem. Sie ärgert sich wieder eine Runde, weil ihr da seid. Auch wenn ich euch nicht genau orten konnte, bin ich trotzdem sauer. Und Spotters sind in dieser Runde unterwegs. Das heißt, während der Runde, die jetzt kommt von euch, wird jedes Mal, wenn ihr einen Sniper erschießt, der Threat-Level hier um einen nach oben gesetzt. Zum Glück habt ihr den Sniper davon erschossen. Ja. Ups. War doch wieder gut, dass ich durch den Dschungel gebrüllt habe. Genau. Ja, so schrecklich ist das jedes Mal, aber es sterben dann meistens Leute. So, die nächste Runde bricht heran. Ihr kriegt jetzt 2 Fatigue zurück. Ich krieg sogar 3, weil ich oder den Medic dabei habe. Oder 3, genau, weil die Ira dabei hast. Und der Sturm ist vorbei. Der Sturm ist vorbei. Wen hast du dabei? Die Ira Smith, die Medic, die gibt, hat nämlich 2. Erstens auf eine Medical-Probe gibt sie mir einen Bonus und Recover an Additional Fatigue on Activation. Ah ja, die hat also immer so einen Energy-Drink dabei. Im Grunde. Genau. Oder andere Drogen. Immer ein Köfferchen. So ein Gönnen mit Dosen. Ja. Ja, und ihr könnt euch wieder aussuchen, in welcher Reihenfolge ihr dran sein möchtet. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich glaube, wir probieren erstmal den Freischuss, oder? Willst du mich wieder anschreien? Ja. Okay, ich bin bereit. Gut. Der war bisher unsere effektivste Waffe. Absolut. Ja, das kostet kein Fatigue und ja, das ist aber super. Menschenleben. Ja. Von daher... Immer ein gutes Motto. Genau. Dann. Ja! Feuer frei! Ah! Na, das langt nicht, das bleibt an der Rüstung hängen. Ja, das ist ein Ärger. Ist immer noch dran. Alles muss man hier selber machen. Du wirst jetzt aber nicht die Eventgranate auf unser Feld. Können wir uns darauf einigen? Ja. Hast du nicht die Glücksmütze? Ja. Achso, warte mal. One of your rolled dice. Mhm. Das heißt, ich kann sie nicht den wiederholen lassen. Ne? Nein, nur einen von deinen eigenen. Ach, ärgerlich. Mit der Glücksmünze kannst du einen deiner Würfe wiederholen. Und die kannst du auch einsetzen, nachdem du den Wurf gemacht hast. Im Gegensatz zu den Reparierdingern. Hm. Ja. Die 3 Stamina. Du brauchst auch gar nichts machen. Du kannst einfach. Ich meine, bisher habt ihr immer erfolgreich euch den Kugeln entziehen können. Und ihr seid ja auch relativ gesund jetzt. Kannst du auch einfach mal die anderen das erledigen lassen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Nach dem Rumgebrülle muss ich mich auf jetzt erstmal... Ja, die Stimme ein bisschen schon. Wie Midnight nehmen, schlucken. Ich glaube, das ist jetzt gut gewesen. Könntest du noch auf die Lootbox gehen? Das bringt nicht so viel. Du kannst nur auf den Sniper marschieren, um den Loot aufzuheben, aber das sind auch 2 wirklich verschwendete Stamina, weil sobald ihr den Grunt besiegt, ist das alles ein Sektor und der Loot fällt euch automatisch in die Arme. Na dann? Du schießt wesentlich heftiger als ich. Also. Und langsamer. Also es ist teuer, wirklich effektiv zu schießen. Dann kostet mich 3 Stamina. Aber dann ist er weg. Mhm. Aber jetzt ist er erstmal dran. Genau. Ja. Wir schießen wieder auf die dem aktiven Spieler am nächsten sitzende Person. Und du kannst dich verstecken. 3 Schaden, wenn er dich trifft. Ja, und du hast wieder erfolgreich ausgewichen. Also bisher die Anfänger-Grunts, mit denen ihr zu tun habt. Die sehen nicht so gut. Die sind nicht so kurzsichtig. Ich würde gerade sagen, deren Krankenversicherung, die ihnen von Dead Runner Reedman zur Verfügung gestellt wird, deckt halt größtenteils. Genau. Die kriegen so abgehalfterte Seehilfen, die so als dritte Weltunterstützung, als Entwicklungshilfe gekommen sind. Und die wussten halt, die haben kein Geld für einen Sehtest. Das heißt, jeder hat einfach irgendeine Brille gekriegt. Manchmal passt solche Brillen. Wir haben Halloween-Kontaktlinsen. Dann bin ich dran. Abgelaufen, Halloween. Wenn du möchtest. Meine Stamina habe ich mir ja schon genommen. Ja. Dann. Ja, mach mal ein großes Loch in den Ich markiere den mal. Mhm. Damit musst du jetzt nur noch einen Schaden bei ihm machen. Mhm. Dann schieße ich. Overkill! O-H-T. 3 Schaden und markiert war er auch schon. Das heißt, du kriegst deine Kommandoaktion zurück. Meine Kommandopunkt wieder. Was total der coole Move ist, weil das war was ganz ausgefuchste Synergie genutzt. Overpowered ist. Jetzt fällt du bist so OP. Jetzt fällt aus allen Ecken der Loot raus. Also genau, sie jetzt ist OP, please nerf. Jetzt fällt aus allen Ecken der Loot aus der Karte. Überall fällt mir Loot aus der Geschichte Alter, raus. Alter Schwede, was ist das denn das da? Das noch was. Warte mal, ihr habt jetzt den da, einen zweiten, das hier und... Wenn ich das richtig sehe, aufgrund des Szenarios, kriegt ihr auch noch eine weitere Supply-Card. Dum, 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 dum. Ja, ihr kriegt noch die M-Karte Nummer 13. Nice. So, was findet sich da? Ihr habt einen Rangefinder. Mit dem Rangefinder kann man jemanden auf die Entfernung markieren. Kostet allerdings auch Stamina.
Ja. Und man kann jeder Waffe eine Entfernungsreichweite von 3, also eine Reichweite von 3 geben. Respekt. Wenn man den beschädigt. Dann habt ihr hier die praktischen Tracer Rounds. Wenn man die abwirft, dann ist der Gegner suppressed, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Das hier ist Compound 18. Das schmiert man sich auf die Rüstung, wenn man denn es schafft, einen Upgrade-Slot auf einer Rüstung zu haben. Dann hätte man hier 3 Slots, die man sozusagen benutzen könnte. Und einen Koffer voller Geld, mit dem ihr wieder jemanden bestechen könnt. Und da ihr alle in einem Feld steht, könnt ihr den Loot frei verteilen. Möchtest du nochmal bestechen mit dem Koffer? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist das Beste, was jetzt gerade passieren kann. Mhm. Ja, dann führe ich mein Gespräch und erkläre jemandem, wo er diesen Koffer finden kann. Ich habe hier einen Koffer unauffällig im Dschungel liegen lassen. Genau. Da ist aber auch dieses Rebellensymbol auf diesem Sektor, ne? Auch, ja. Ihr könntet auch, wenn ihr eine Kommandoaktion hättet, einen Rebellen Ich habe eine Kommandoaktion. Na dann. Ich habe sie gerade zurückbekommen. Ich bestelle einen Rebellen. Bling, bling. Der Sektor ist sicher. Ja. Der hilft euch jetzt ab jetzt verteidigen, falls es mal zum Gegenangriff kommt, nachdem ihr die ganze Zeit Geld in das System werft. Ich habe noch einen Rucksack. Du bist fast voll da. Ich bin voll, aber gut. Ja, dann nehme ich auch einen Rucksack. Nimm einen Rucksack. Kommt denn da rein? Ja, ist egal. So, dann haben wir noch mal wieder ein Upgrade-Ding. Für eine Rüstung. Wir haben aber alle keine Rüstung, die sich upgraden lässt. Aber gib her, packe ich zu der anderen. Dann mal, haben wir nämlich ein Backpack nutzloser Rüstungserweiterung. Juhu. Ah, ich sehe gerade, dass der Rucksack auch ein Rüstungsupgrade eigentlich ist. Das habe ich... Aber, ups. Ach so. Ja, das nicht. Wir können nicht, wir sind zu doof, vom Rucksack hinzutragen. Genau. Ja, dann haben wir zu viel Gerümpel dabei. Zu viel Gerümpel dabei. Kann man das jetzt hier verkaufen? Ich habe nur einen Gerümpel. Also, ich da ist noch Platz für Gerümpel. Dann nimmst du schon mal das wichtige Gerümpel hier. Genau. Der Rangefinder vor allem, der sollte für dich richtig großartig sein. Okay, dann nehme ich noch die Hollowpoint Rounds, den Rangefinder und die Tracer Rounds. So, ja, das ist... So sollte ein Sniper ausgerüstet. Der Rangefinder muss allerdings in einen Waffenslot rein, damit man ihn benutzen kann. Macht nichts, ich habe nur einen frei. Nee, hast du nicht, weil du hast hier eine schwere Waffe, die braucht 2 Slots. Das heißt, ich könnte sie dir... Du hättest noch einen frei, genau. Jetzt hast du ein Schrotgewehr mit 3 Feldern Reichweite? Genau. Auf Wunsch, wenn er möchte, kann er das so machen. Wenn ich es beschädige. Wenn du es beschädigst, kann man halt nur so und so oft tun, aber man kann es ja dann auch reparieren. Okay. Gut. Du bist immer noch dran, nachdem hier fröhlich Loot durch die Gegend geworfen wurde. Ich habe noch einen Slot frei, wenn du noch irgendwas wegräumen musst. Also ohne Rucksack meinst du jetzt, oder wie? Ja, die Rucksäcke sind ja raus, aber ich habe mit dem Träger habe ich noch. Gut, ich gebe da noch einen Stamina aus, um wieder in diesen. Und du hast da noch einen beim Träger, ne? Ich habe noch einen Platz beim Träger und sie hat auch noch einen Platz. Dann. Dass er dann eine upgradebare Rüstung findet. Ja, da kommt dann erstmal, den upgraden wir zu. Toll, dann nehme ich erstmal das Stich. Wir tackern an dir jetzt den Rucksack fest. Das kommt dahin. Dann schmieren wir dich ein. Der kriegt dann den Rucksack für die Rüstung, die er noch nicht hat. Genau. Dies ist ein sehr praktisches Gerät, denke ich, aber ich kann es nur so tragen. Du hast 2 Hände dafür. Mist. Ich hätte auch gedacht, dass man einen Rucksack updaten muss. Gut. Dann ist dein Zug zu Ende, nehme ich mal an. Ja. Und damit haben wir noch dich. Fox hat es noch nicht gesehen. Wir sind aber alle noch in dem nicht die Gruppenaktion nehmen können. Dann, ne? Ja. Nee, ich hatte. Achso, stimmt, die Gruppenaktion. Ich hätte auch die Gruppenaktion. Sagen wir doch mal, dass du die Gruppenaktion genommen hast und das schon immer so geplant war. Ja. Gut. Dann hast du nämlich deine Aktion noch übrig. Und dann kannst du mit deiner nochmal rein. Kann ich mit. Nee, die hat sie verbraucht, um zu markieren. Ja. Ah, nee, dann hast du sie wieder zurückgezählt. Die hast du zurückgekriegt. Und dann hast du. Was damit gemacht? Dann. Bist du damit gelaufen, aber du hast. Nein, du hast damit dann. Was habe ich damit gemacht? Gar nichts. Gar nichts, das ist nur zurückgerückt, tatsächlich. Ja. Oh. Okay, ja, dann kann ich meine jetzt nochmal benutzen, um nochmal zu heilen. Das stimmt. Haha. Und da waren sie doch endlich auch die Erfolge, die Notwendigen. Der Soldat, das nächste Stück Lohnscheiben. Der schon dachte, dass ihr nie mehr zurückkommen würdet und Hallo. Etwas verzweifelt war. Hallo, jetzt werde ich euch doch heilen. Das ist schon wieder Geld. Ihr habt es aber auch mit dem Geld. What of cash? Können wir gerade nochmal bestechen, wir haben keinen Slot mehr frei. Nee, das ist glaube ich echt das Geld, was man für Leadership benutzen kann. Ne? Ja. Oh. Aber dafür habe ich keinen Platz mehr. Hast du noch Platz für Geld? Was ist das denn für eine Frage? Die Frage ist ja, was wirfst du dafür weg? Vielleicht eine von diesen sinnlosen Rüstungen, die ihr damit euch rumschleppt. Moschei! Es ist echt schön zu sehen, wie viele Leute im Chat nebenbei Jack the Lions wieder installieren. Das ist übrigens, die Might, also das glaube ich, der Hauptgrund, dass dieses Spiel existiert, ist, damit alle Leute sagen können, das muss ich mal wieder installieren. Weil es wirklich auf der Messe in Essen, ich glaube, jeder Zweite hat das gesagt.
nicht, also die wollten das Spiel schon spielen, das war schon okay und die haben sich auch gefreut, dass das gibt, aber die meisten haben gesagt, oh, jetzt muss ich es unbedingt mal wieder installieren. Wenn ich meinen Leadership-Skill verwende, ja, um Leute anzubrüllen, ja, dann muss ich ja würfeln, richtig? Ja, und so viele Erfolge, wie du hast, die kannst du dann verteilen. Und da kannst du noch einen Würfel mehr dafür benutzen. Krass. Das werde ich nächste Runde auf jeden Fall machen. Muss aber irgendwas wegwerfen. Wann kann man denn verkaufen? Am Anfang deiner Runde kannst du Zeug versilbern. Genau. Und ich habe jetzt noch einen weiteren. Du bist aber gleich noch dran, ne? Punkt wenn ausgegeben bleib, und noch mal weiter. Bleibt der, dann, bleibt der Loot dann da liegen, Frage. Wenn er eben nee, wenn er ihn wegwirft, ist er weg. Dann krapfen ihn die Dschungeltiere. King Louis kommt her und greift genau sich die taktische Weste. Wirf doch die ja leckere Rüstung weg. Ich werf die Rüstung weg und dann nehme ich das. Ja, gut. Ja, ja. Nee, warte, dann nimm du dieses Rüstungs-Upgrade. Wie du. Weil wir dann die Orang-Utan Foundation genauso umgesetzt werden. Dass die Orang-Utans Schutzwesten bekommen. Ich und Planet der Affen. Ganz wichtig sind Rucksäcke. Ich hätte auch noch ein Flashbang für die. Das ist, Nico hat früher mit einem Haufen Freunde No-Budget Terry Pratchett-Verfilmungen gemacht. Als Terry Pratchett die gefunden hat, gab es dann eine kurze Diskussion, inwiefern das denn mit irgendeinem Copyright zu verbinden sei. Und es wurde sich darauf geeinigt, dass alles Geld, was mit dem Verkauf von DVDs, was tatsächlich dann auch passiert ist, gemacht wird, gestiftet werden muss. Und es wurde eine Orang-Utan-Stiftung dafür gewählt. Das ist gut. Das ist sehr angemessen. Ja. Bibliothekare an die Macht. Uck. Dann könnte ich die Gruppenaktion nehmen und dann wandern wir alle noch in den Sektor. In welchen? Den. Wollen wir den als nächstes nehmen? Wir wollen noch, schnappen uns den Konvoi, oder? Mhm. Aber den Konvoi müssen wir, glaube ich, den gesamten Weg da hinten rüber. Ja, auch immer mit so einer Gruppenaktion. Ach mit so, einer oder mit. Warte, dann kann ich pro Schritt. Kann ich das eine wieder zurücknehmen, richtig, und bin noch bei euch. Ihr könnt auch direkt einfach da hinten angreifen. Das ist ja euer Ziel. Ihr müsst jetzt nicht den Konvoi durch die Gegend fahren, wie ihr wollt. Aber wir sind, was die Events angeht, noch echt weit unten. Ihr seid noch, ihr habt ja noch durch reichliches Geld reinstecken in die Maschine, bleibt die Stimmung gut. Ich glaube, wir können es riskieren, das mit dem Konvoi zu versuchen. Auch wenn das uns wahrscheinlich einen kompletten Durchgang kostet. Aber wir haben ganz viele Sektoren befreit, wir haben Rebellen an unserer Seite. Und wir sind die Guten, ja, das müssen wir auch beweisen hier. Genau. Da können wir auch noch einen Rebellen parken, das kommt noch dazu. Genau. Ist das ein Rebellenparkplatz? Das ist ein Rebellenparkplatz. Weißt du, mit L gekennzeichnet. Rebel Parking Only. Mhm. Ja. Also, das heißt, da runter marschieren mit der Kommandoaktion? Ja. Einmal als Gruppe. Auch. Und dann da stehen bleiben, nehme ich mal an. Ja. Hast du dein Zeugs erholt? Nee. Kommt ja jetzt erst. Jetzt ist ja erst unser Zug zu Ende. Nein, du hast doch jetzt gerade erst aktiviert, oder? Du hast das Stamina zurückgekriegt für deine Aktivierung? Nee, hast du nicht. Sonst hättest du jetzt mehr. Ich hätte es noch nicht viel getan, ja. Gut, dann war's das. Wir sind wieder bei dem Spielchen. Der Drunner fragt sich, warum Befehle nicht so richtig befolgt werden. Und es hat das Gefühl, der ganze Apparat von Offizieren scheint nicht optimal zu funktionieren. Denn es ist einfach niemand mehr da. Die sind alle derweil Urlaub auf einer tropischen Insel machen. Auf einer anderen tropischen Insel. Auf einer anderen tropischen Insel machen. Und der Präsident. Ich finde aber die Vorstellung schön, dass sie auf derselben Insel irgendwo am Strand liegen. Genau. Ein paar Kilometer weiter Feuer gefällt. Ich bin gerade außerdem. So ein 5-Sterne-Hotel mit Cocktail. Hört ihr das Rattern der Maschinengewehre? Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Genau. Gut. Die drei Slots hier sind voll. Es wird also Nacht. Das hat verschiedene Effekte. Der erste ist, ihr werdet nicht mehr so leicht gesehen. Die Leute schlafen und dementsprechend wird der Drunner sich nicht mehr automatisch um eins nach oben bewegen. Ah. Allerdings beim Nachtrumstolpern im Dschungel macht man auch gerne mal was kaputt, was man bei sich trägt. Ihr müsst alle ein Stück Ausrüstung beschädigen. Ich meine, haben keine Ausrüstung beschädigen. Genau, dann musst du nicht. Nur wenn es möglich ist. Ein Stück der aktiven Ausrüstung, nicht der im Rucksack befindlichen Ausrüstung. Cleverle. Good nice try. Ich gut bin gestolpert und auf meine nicht getragene genau Wisse. Auf die nagelneue Tube Compound 18 gefallen. Hast du eine Delle drin jetzt? In der Tube. Es ist etwas Zahnpasta ausgelaufen. Also entweder haben wir Spaß an dem Spiel oder irgendwas ist in dieser Cola, aber wir gingen hier gespielt. Okay. Ich halte mich damit sicher beim Bier. Damit liegt der. Damit ist die Cola-Theorie raus. Offensichtlich haben wir Spaß. Ja, das ist wahrscheinlich die Dämpfe von dem. Hey, gib mir auch mal die Anleitung.
Das ist keine Abnutzung, das ist, was die Leute schon abgekratzt haben. Wobei ich selten ein Buch in der Hand hatte, das ist so dermaßen schick wie das hier. Tatsächlich? Jetzt müssen wir in die Buch gehen. Ich will nicht wieder durch. Das ist wahrscheinlich der Tierkot, der da drin ist von den ganzen Tieren. Tier. Ja, riecht nach Papier. Wurde aus gefärbten Tieren gedruckt. für dieses Buch musste kein Baum sterben. Das ist alles 2 Millionen Kaninchenfälle aneinander gewebt. Ganz viele Purpurschnecken durch den Entsafter geschossen worden. Ja. Das erinnert mich an Leinölfixierung, entweder für Holz oder für Ölmalerei. Mhm, vom Geruch her total. Das ist wahrscheinlich das Zeug, das sie zum Veredeln der Seiten nehmen für den Mattglanz. Finish. Okay. Was gibt es besser, als sich einen Tiergefährten reinzuziehen? Was hast du gerade geschnupft? Du hast die Greifkatze geschnupft. Oh. Wir sind nicht hier, um Werbung für dieses andere Buch zu machen, nur weil deine niedliche Greifkatze drin ist. Das ist doch keine Werbung, ich sag nur, dass das Buch stinkt. Es stinkt und es ist eine niedliche Greifkatze drin. Und es ist niedlich. Es stinkt und es ist niedlich. Du hast das Schauschwalz. Niedlich. So, können niedlich, wir wieder Fatigue regenerieren und. Genau, die übliche Geschichte hier regeneriert Fatigue. Wobei normalerweise immer der dran ist, das macht. Wir machen das jetzt alle auf einmal, damit es leichter ist für die Buchhaltung. Weil später, wenn ihr euch dann gegenseitig heilen wollt, ist ja immer die Frage, wer hat wann was gemacht. Aber ich kann auch erstmal. Normalerweise, wie gesagt, in der Reihenfolge der Aktivierung wird das dann jeweils gemacht. Wer damit aktiviert die Buchhaltung als funktioniert. Wer traut sich denn da auf dem offenen Gelände reinzulatschen? Dann aktiviere ich. Aber da ist kein Buchstabe. Wir können ja auch alle, auf einmal reinrutschen. Das ist insofern nicht schlimm, als solange ihr nicht auf eine Mine tretet, sowieso immer nur er angegriffen wird, wenn ihr alle im Feld steht. Just saying. Dann lass uns doch mal gemeinsam auf die Mine treten. Dann lass uns mal gemeinsam auf so eine Mine treten. Das ist ja kein Buchstabe, da kann, aber kann ja faktisch nichts passieren. Gut, eine Kommandoaktion, alle laufen auf das eine Feld, das es gibt, das andere ist rot und kann nicht betreten werden. Ja. Und dementsprechend drehen wir mal das Totenkopfkärtchen um. Böse Karte. Und wir gucken, haben Fragezeichen, zwei Grunts, Fragezeichen. Ein Fragezeichen auf A. Noch irgendwas mit Fragezeichen. Zwei Bizeps-Typen auf B. Das zwei ist, Grunts. Genau, erstmal noch das Fragezeichen auf D, zwei Grunts auf B. Davon ist einer allerdings ein Elite-Grunt. Der hat nämlich diese gelben Dinger. Ein Elite-Grunt. So, und dann habt ihr noch Spezialbedingungen, weil hier eine Granate rum durch die Gegend fliegt. Das heißt, bevor ihr ein Fragezeichen aufdeckt, muss jeder von euch sich ein Feld bewegen. Ah, okay. In eine beliebige Richtung, Hauptsache. Wir haben uns alle bewegt. Sobald ihr ein Fragezeichen aufdeckt, das heißt, sobald ihr auf ein Fragezeichenfeld lauft, bewegen sich alle Mercenaries einmal. Habe ich ja gar nicht nötig. Kostenlos? Ja. Prima. Ja. So kann man sich von Fragezeichen zu Fragezeichen hangeln und danach die Grunts niedermachen. Das ist eine super Möglichkeit. Jetzt allerdings bist du noch dran und hast auch alle Möglichkeiten. Ich mache meinen Rival kaputt. Okay. Dein Rangefinder. Dein Rangefinder. Genau. Und schieß mit der Schrotflinte auf 3 Entfernung. So, auf den Elite-Grunt oder den normalen Grunt. Jetzt gucken wir mal uns kurz. Der Elite-Grunt hat die gelben Werte hier. Das heißt, er hat auch eine Rüstung von 1, aber 3 Hitpoints. Also dann auf den normalen. Der normale hat eine Rüstung von 1, steht im gelben Feld, hat also eine Rüstung von 2. Das heißt, du musst mindestens 3 Schaden machen, um ihn zu beschädigen. Schade. Das sind ziemlich genau 0 Schaden. Weniger. Gar nichts. War aber eine coole Aktion. Also mit der Schrotflinte über 3 Felder schießen, das ist scheiße. Der Streuwinkel vielleicht doch ein bisschen groß. Ey, dann haut und mich der. Jetzt? Was? Dann nehme ich noch eine Bewegung und springe in Deckung. Haha, mutig. Und was mache ich mit meiner Kommandoaktion? Du könntest was reparieren, wenn du möchtest zum Beispiel. Weil du hast beschädigte Gegenstände. Aber das ist auch nur ein gelber hier. Das ist ein gelber, ja. Zwischen 0 und 2. Aber bevor du sie wegwirfst. Was denn? Machst du auch nichts. Nix. Okay. Ich habe mich hinter eine was auch immer Deckung zurückgezogen und habe mein Werkzeug fallen gelassen im Dunkeln. Nachts hinter eine Strohhütte geschlichen und damit im Schraubenzieher versucht, die Sachen zu reparieren. Da muss doch ein Loch. So. Vor allem den Rangefinder. Gut. Die Grunts können nur hierhin marschieren. Mit dem Hammer. Machen es also, laufen in Richtung von da, wo die Schüsse kamen, aber die waren so weit weg, da können sie gar nicht viel tun. Und die nächste Person von euch ist dran.
So, wenn ich jetzt hier reingehe, muss ich mich danach ein Feld bewegen, richtig? Perfekt, dann könnte ich hier hingehen. Du und alle anderen auch. Könntest in den Dschungel gehen. Alle Mercenaries müssen sich dann bewegen. Alle, die in dem Feld sind? Alle im Sektor. Du auch? Ja. Das heißt, dann könnt ihr... Rennst rein, rufst Fire in the Hole und alle rennen weg. Super. Oder hin, je nachdem, wie man es nimmt. Da es hier etwas beengt ist von den Verhältnissen her, rennen eigentlich alle automatisch mehr oder minder hin. Weil weg geht nicht mehr. Ich mag vor allem die Vorstellung, dass meine Mini immer ihre Tonne hochhebt. Jetzt nicht so wieder da elegant drauf. Deswegen, die muss sie ja immer zum Ablegen von der Flinte dann haben. Ach so. Ja. Ich dachte, da dürfte man endlich mal du Tonne sagen, aber darf man nicht, ne? Also? Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier hin und werfe mal eine Flashbang dahin, dann sind die nämlich schon mal niedergehalten. Bang, Flash. Flash. Ah. You bang everyone. Nee. Haben wir hier ein Gasleck? Ich habe auch den Verdacht, dass irgendwie der Sauerstoff bleibt. Soll ich das mal ausprobieren, ob das funktioniert? Das klingt eigentlich ganz gut. Probier es aus. Ich gehe jetzt. Was soll schon schief gehen? Ich gehe jetzt alleine hier hin. Genau, du gibst einen Stamina aus, um dahin zu marschieren. Genau, das schaffe ich. Dann deckst du damit das Fragezeichen auf. Dann gucken wir, was passiert. Das Fragezeichen ist Take Two Fatigue. Aua, du stolperst und bist ein wenig erschöpft. Du darfst dich automatisch ein Feld bewegen, zu deinem Glück. Super, gehen wir mal hin. Nee, das willst du nicht. Warum nicht? Weil du möchtest gerne, dass die Grunts nicht an dich rankommen. Die haben eine Reichweite von 0, müssen also ins gleiche Feld wie du, um dich anzugreifen. Ich bin aber noch dran. Du hast aber keinen Fatigue mehr und kannst nichts mehr tun. Doch. Ich muss die Grammatik kannst du noch ausgeben, um die zu niederzuhalten. Ah, okay, das ist auch eine Möglichkeit, stimmt. Ja, das war der Plan. Läuft. Gut, dann mach das. Du rollst also in den Dschungel weg. Hin, genau. So, der Rest der Bande muss sich ebenfalls um ein Feld bewegen. Ja. Und da schubst sich einmal durch die Gegend. Okay. Mhm. Ja, das ist mein Loch. Der fliegt den Flashbang weg. Juhu. Das macht ein Reichweite habe ich. Okay, das geht. Und dann hast du einen Area-Effekt. Okay, das heißt, die haben jetzt beide Suppression. Und was heißt dieses Bang-Ding? Das bedeutet, das ist ein Area of Effect, das heißt, alle in diesem Ding sind suppressed. Okay, alle sind suppressed. Ja. Prima. Surprised and suppressed. Tja, in der Tat. Bam, ein Blitzzug durch die Nacht. Ja. Bei allen Klingels im Ohr und die Grunts haben das Problem, dass sie mit einer solchen Suppression nicht mehr sehr weit kommen. Charlene, auf klar erkanntes Ziel, feuerfrei. Ich stehe aber noch zu weit weg, Chef. Nein. Ach doch. Ja. Du bist ja da hinten. Nee, dann auf Cynthia. Ich soll auf Cynthia. Nein. Ich kann auch nicht. Cynthia, erschießt du doch ein. Ich kann auch nicht. Ich habe auch keine. Ich habe auch nur Nuller Reichweiten. Nuller? Ach du Scheiße. Seid du nur was der Drain kann bei dir Befehl zu brüllen? Kann er mir nur schießen befehlen oder alles, was ich hier unten in der Slotung habe? Er kann alles, was du im Waffenslot hast, kannst du die Base Attack benutzen. Das dann würde in dem Fall auch für das Werkzeug gelten. Das heißt, ich würde den Elite würde ich markieren. Das könntest du tun. Dann gib mal so ein Fadenkreuz und markiere mal den Elite. Okay. Was heißt denn, der ist markiert? Das bedeutet, dass alle Angriffe einen Schaden mehr auf ihn machen. Na gut, wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt den Gegenangriff überleben. Gut, da sie suppressed sind, können sie sich nicht bewegen. Das ist gut. Dank des Flashbangs waren sie vorübergehend gelähmt. Damit ist ihre Aktivierung zu Ende und auch die Suppression ist zu Ende. Ich kann jetzt die Kamera ein bisschen zurückschieben, weil man sieht natürlich überhaupt nicht, was da dann hätte. Ach so. Ja. Das hätte mir früher auffallen können. Aber okay. So besser? Nee. Cool. Wunderbar. Gut. Damit ist deine Runde vermutlich ziemlich zu Ende, weil du kannst wirklich gar nichts mehr machen. Ja. Die können sich, wie gesagt, nicht bewegen. Sie sind suppressed gewesen, das heißt, jetzt taumeln sie wieder los. Aber schon ist Charlene Raven Higgins dran und macht was. War Cynthia nicht schon? Cynthia war auch schon dran. Die war auch schon dran. Gute Güte. Die letzte, Last Woman Standing. Oh, Sitting in dem Fall. Achso, erstmal zwei zurück. Kommandoaktion zurück. Hast dann gebe ich eine aus, da wird es eng im Dschungel. Hier rüber zu gehen. Und dann in aller Ruhe auf den Elite. Okay, da musst du 4 Schaden machen, um zu bringen.
aber dafür geht jeder Schaden, nee, 3 Schaden nur, weil der ja markiert ist. Das heißt, du triffst mit jedem Treffer auf jeden Fall. Die Rüstung ist bereits dank der Markierung durchstoßen. Jawohl. Yay, 3 Schaden. Bam, bam, bam. Da ist sie, die Scharfschützin. Dann würde ich meine Command-Aktion wieder bekommen, aber ich hatte sie nicht ausgegeben. Hättest du sie ausgegeben? Könnte man rein theoretisch sagen, ich habe sie ausgegeben, um den anderen auch zu markieren. Ja, das hätte man rein theoretisch sagen können und das sind wir ja, wollen wir mal nicht so sein. Das heißt, der ist tot und der andere ist markiert. Ja, genau. Genau. Die kannst du jetzt auch noch umlegen. Nee, weil sie nicht nochmal schießen kann. Ich habe jetzt immer, aber ich habe tatsächlich meine Command-Aktion. Die kannst du nochmal benutzen und könntest zum Beispiel jemanden Fatigue zurückgeben, weil du könntest die ein bisschen anschreien. Könntest jemanden anbrüllen. Hey, du da! Ja. Jetzt mal zurückgebrüllt. Häng mal nicht so mit dem Schluck Wasser in der Kurve. Ab heute wird zurückgebrüllt. Mit einem. Ein Fatigue zurück. Super. Immerhin. Kraft dich mal auf und trink einen Kaffee. Gib mal mehr Fatigue aus, ich möchte das gleich auch mal tun. So. Das war deine Runde, nehme ich mal an. Oder möchtest du noch weglaufen? Nee. Ich bin hier im Dschungel, ich kann nicht verstecken. Warte mal, der LKW ist tatsächlich in dem rot umrandeten Ding? Nee, der ist einfach wie das andere auch in dem Gesamtfeld. Okay. Das heißt, sobald das einmal befreit ist, könnt ihr den aktivieren. Dann wird der letzte Grunt wankend in euer Dschungelfeld laufen, von dem aus sein Kumpane gerade so gemein niedergestreckt wurde. Schießt auf dich und du versteckst dich mal wieder und ohne Erfolg. Wow! Und zum ersten Mal gibt's Schaden. Juhu! 3 Schaden. Au! Und dann merkt man, das geht schnell, wenn es denn mal wenn passiert. Wenn man getroffen wird, ja. Okay, bloß gut, dass die Person mit dem Arzt, die Ärztin im Täterin im Schlepptau. Zum Glück. Immer eine Sanitäterin dabei haben. Okay, das war die Runde für euch. Er hat mein Haar angesenkt. Da es Nacht ist, geht keine automatische Eskalation weiter, das heißt, es gibt auch keinen Gegenangriff. Wir bleiben also komplett entspannt und ziehen einfach nur kurz ein Ereignis. Supply Drop. Oh, guck mal da. Sehr gut. Als, wie das so sich gehört bei Hunger Games, kriegt ihr sofort ein Päckchen Kaugummi abgeworfen. Pack of Gum. Oh, ist das? Zum damit kann man natürlich reparieren. Ja, ah, okay. Natürlich. Man kann damit MacGyvern. Sehr gut. 90er Jahre Logik. Ja, klar. Das aber niemand von uns kennt es noch. Wenn du das nochmal sagst, hol ich Locking for Freedom aus dem Auto. Nein. Warum hast du das? Wenn derjenige, der jetzt aktiviert, das direkt verwenden, kann er das dann direkt verwenden, ohne dass es in ein Gepäck ist. Wenn man schlechte muss? Musik beim Autofahren nee, hört, hält das erst. Warte, Herr Ichelmeier hat noch einen Platz in seinem. Da ist noch Platz, aber dann kannst du einfach reingelaufen lassen. Nee, fürs Radio habe ich bezahlt, da will ich gute Sachen hören. Gut. Okay, die nächste Runde bricht heran. Ihr kriegt eure Kommandoaktion wieder und auch die Gruppenkommandoaktion. Und wer möchte anfangen? Wer möchte anfangen, genau. Ein Grunt steht bei euch im Dschungel und sucht verzweifelt nach den gemeinen Kerlen, die ihn so hinterrücks... Das ist unsere beste Killerin. Also mich hat er ja schon gefunden. Naja, das stimmt. Ja, ich habe meine Tür nicht rechtzeitig weggeräumt. Ah. Man sieht signalrot und das fällt im, oder gelb, das fällt im Dschungel statt auf. Statt hier mitten im Dschungel rum, Mist. Ich würde sagen, fang du mal ruhig an, der ist markiert, erschieß den mal. Oder warte mal, wenn der markiert ist, wie viel Erfolge braucht man dann, um den zu treffen? Da es normal ist, braucht man tatsächlich nur einen einzigen Erfolg. Weil die Rüstung durch die Markierung. Also könnte im Prinzip jeder von uns, der einen Revolver hat, überlegen. Ja, ja. Jetzt ist mal eine Gelegenheit für die leichten Handfeuerwaffen. Lass mich das mal machen. Du hast aber so wenig Stamina. Ja, das legt sich gleich. Gut. Okay. Gut. Wir vertrauen dir. Zwei Stamina zurück. Wir werden das sicher nicht beruhigen. Unser tapferer Anführer. Er ist auch nur Anführer, weil er einen roten Würfel hat, wenn er alle Leute anschreit. Er hat die lauteste Stimme, deshalb ist er Anführer. Oder die schmutzigsten Worte. Verdammt, noch eins. Ich gebe mal kein Stamina aus. Du schießt mit einem Nuller. Aber du hast ja, achso, weil du eh zwei Waffen hast und du kannst also insofern. Genau, also der, hat auch der ist quasi für Umme, ja. Der Revolverschuss, mit dem fange ich an. Kann ja immer gehen. Das ja. ist tatsächlich ein Treffer, der ist hin. Aus nächster Nähe hat der arme Grunt niedergestreckt und damit ist der Sektor befreit. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Totenkopf, gib mir mal wieder so einen Totenkopfmarker. Wenn der Drunner dran ist, wird sie sich ärgern, das heißt, dass sie mit um einen nach oben gehen. Das könnt ihr jetzt schon absehen, weil ihr einen Totenkopfsektor erobert habt. Ah ja. Da ist jetzt noch ein Fragezeichen, habe ich gesehen. Also noch habt ihr ihn gar nicht erobert, war gelogen. Yay, dann müsstet ihr theoretisch noch drauflaufen, das heißt, ihr müsst einen Stamina ausgeben und dann lauft ihr, dann ist egal. Dein so. Gewehr mit dem Kaugummi dann. Aber Schnutz, hier, da regnet schon wieder Loot. So. Oh, noch eine Lucky Coin. Prima, die passt in meine Sammlung. Aber warte mal, bevor ich die einsammle, würde ich gerne
dich da anbrüllen. Warum? Und dir auch mal so ein Paket Bargeld zuwerfen. Ich hätte hier zwei rote Würfel. Oh, lala. Aber du, die kannst du übrigens verteilen. Du musst, aber ich regeneriere ja, ohnehin kannst dran. Erst würfeln und dann gucken, ja, wen du anbrüllst. 4 insgesamt. Du weißt, dass das absolut verschwendet ist an mich. Dann 2 und du auch 2. Kann ich auch mich selbst anbrüllen? Nein, ne? Kannst du schon, aber das sind dann nur Stimmen in deinem Kopf. Ich glaube ihnen nicht. Gut. Dann habe ich noch... Das war deine Kommandoaktion, die musst du mal umdrehen. Ja. Dann gebe ich mal ein Stamina aus, um hier rüber zu gehen. Genau, das hast du noch gemacht. Dann kriege ich diese Lucky Coin. Ja. Und damit ist der Sektor befreit und ihr seid alle zusammen. Genau. Und eine glückliche Familie. Und dann können wir endlich diesen Truck looten. Den Gruppen. Ach nee, den müsst ihr jetzt... Den kommen wir mit Nahrungsmittel zurück nach Omerta bringen zu Father Walker, der damit die Witwen und Waisen und die armen Kriegsopfer ernähren wird und euch dann anschließend passt doch. Belohnt. Wir hätten hier gerne noch so einen Rebellen hin, oder? Das kostet auch einen. Das kostet eine Kommandoaktion, geht aber natürlich. Dann kannst du die Gruppe nehmen und dann nehmen wir die Gruppenkommandoaktion, genau, und stellen da Rebellen auf, oder? Wenn du das willst, dann schaffen wir es aber diese Runde nicht mehr dahin. Stimmt. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir noch genau 3 Kommandoaktionen übrig und können tatsächlich es bis nach Omerta schaffen. Ja, perfekt, dann machen wir das doch. Dann lassen wir hier niemanden. Genau. Gut, das heißt, der erste Gruppenmove. Und das war dann wahrscheinlich deine Runde. Ja. Und da ist die nächste Person dran, oder? Warte. Hast du noch was Einzelnes? Wenn ich hier was reparieren will. Müssen wir das Kaugummi verwenden? Ja. Wenn ich hier das ist auch eine Kommandoaktion. Du reparierst das. Ja, stimmt. Was? MacGyver-Melodie. Airwolf wäre mir gerade lieber. Die kenne ich nicht. Das habe ich nie gesehen, tatsächlich. Niemals, die kenne ich niemals. Gut, wer ist als nächstes dran? Ist wahrscheinlich wurscht, ne? Das nimmt sich gerade mal gut. Ja, irgendjemand, der 2 Fatigue regeneriert und die Kommandoaktion ausgibt. Ist in beiden Fällen ziemlich egal. Das heißt, du machst als nächstes. Der Truck. Und nein, hat sich in der Erdspalte unterwegs. Alles eingestürzt. Die Straßen sind so miserabel. Seit die Rebellen hier sind. Ehrlich mal, ja. Hast du sonst noch irgendwas, was dringend zu reparieren und umgeräumt? Nö, du könntest dich heilen. Ja, so ist das mit diesen. Ja. Yeah. Kannst immer noch einmal ausgeben. Gut, dann nehme ich die letzte Kommando. Ja. Wenn du nichts mehr tust. Nö. Und wir ziehen den LKW hier rüber. Genau. Ich weise kurz darauf hin, dass wenn dieser Totenkopf demnächst, wenn ihr fertig seid, gemacht wird. Ich möchte um 2 runtergehen. Da habe ich mir doch fast gedacht, dass jemand Blutdiamanten ausholt. 1, 2. Gut. Die Gute freut sich gerade an. Der Truck kommt an und Father Walker glaubt an eure Sache und wird sich euch gratis anschließen als Verbündeter, weil ihr jetzt die Witwen und Waisen speist und unterstützt. Möchtest du Father Walker haben? Dann hast du nämlich jetzt auch einen Leadership-Skill. Jo! Ich sammle NPCs. Mit deinem Charme. Das ist der Streichelzug hier. Hm? Charme. Können wir hier, wo kann man denn jetzt Loot verkaufen? Für Geld? Hier könntet ihr Loot verkaufen für Geld, wenn ihr wolltet. Dann verkauft doch mal so ein paar Backpacks. Die Hälfte von dem, was draufsteht. Die Hälfte abgerundet. Oh. Ist so ist das, wenn man gebraucht Loot verkauft. Die sind ungetragen. Genau, die können sich das nicht leisten, so viel Geld für solche Sachen zu bezahlen, weil sie arme Rebellen sind. Da steht ein Geld drauf auf so einer Flakweste. Ja gut, die ist schon passiert. Die kannst du nur verschenken. Die kannst du nur verschenken an arme Rebellen. Ja. An arme Rebellen, dass sie das nächste Mal weniger Kugeln einfangen. Genau. Okay, also, falls es jemanden auf dieser Welt gibt, der einen 38er Smith & Wesson Spezial für $1 zu verkaufen hat, ruf mich bitte an. Diese Pesos stehen ja, glaube ich, nur beispielhaft. Das ist eine Geld, ein Geld. Mhm. Das ist wesentlich höher. Ein Geld, viel Geld. Das Dollarzeichen ist nämlich eigentlich das Pesos-Zeichen. Wieder was gelernt. Build the wall. Gut. Gut. Nächste Runde. Der Tag ist angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine optionale Quest erfüllt. Ja. Die Diktatorin ärgert sich um einen. Es ist Nacht. Insofern geht es sonst nichts weiter hoch. Aber da er ja die Maschine ordentlich schmiert, ist sie immer noch nicht zum ersten Gegenangriff gekommen.
Und das ist auch nicht so schlimm, das ist der Patching-Up, wenn eure Gegner noch irgendwelche Sachen hätten, dann würden die jetzt geheilt werden, zum Beispiel, wenn sie suppressed wären oder jemand ihnen irgendwelche Markierungen drauf gemacht hätte. Aber sie sind alle tot. Aber sie sind stattdessen tot und das kann man nicht so schnell heilen. Und wenn sie haben sich durch Ableben davor in Sicherheit gebracht. Genau, sie haben sich durch gezieltes Ableben vor weiteren Zugriffen weiteren Zugriff entzogen. Und die, die nicht abgelebt sind, die haben sich das voll gemacht und sind jetzt geflohen. Genau. Geld oder eine Kugel? Soll ich Jan von Sonny Beckendale fragen, wann es denn ausgeliefert wird? Ja, wenn der chinesische Hersteller will, dann kommt es im März aufs Schiff, dann dauert es 4 bis 6 Wochen, wenn keine Katastrophe im Ozean passiert und dann dauert es wahrscheinlich, wenn es durch den Zoll kommt, nochmal, bis es dann vor der Tür liegt, 2 Wochen. Das heißt, ich sag mal von heute ab ungefähr 2 Monate, wobei ich zugeben muss, dass ich für den überwiegenden Teil dieser Sachen nur bedingt Einfluss nehmen kann auf die Geschwindigkeit. Aber es ist zumindest alles vorbereitet, dass es glatt gehen könnte. Es gibt ja immer diese Vision von irgendwelchen Piraten, die das Schiff mit so etwas überfallen und dann... Genau. Und dann die nächsten Wochen... Ja, einen ganzen Container! Oh Mist. Ich habe vorhin schon einen ganz Albtraum skizziert. Das besser nicht, aber einmal werden die ganzen somalischen Piraten noch taktisch besser und dann erobern sie Afrika. Ja, aber das wäre halb so schlimm, aber wenn es irgendwie an der Nordseeinsel angeschwemmt wird, wäre es, glaube ich, noch schlimmer, oder? In der Tat, ja. Irgendwo auf Langeoog. Wenn man mal gerade aus einem Gemeinschaftszentrum, wo eine Con stattfindet, rausgeht, in den Sanddünen vorbei. Also du meinst so, wenn wir auf der Heinz-Con rausgehen, dann schwimmen die Spieler. Ja, die Brettspieler am Strand geschwemmt werden. So, neue Runde, gell? Neue Runde. Ich habe meinen Kommandotoken schon. Genau, Kommandotoken wieder umdrehen. Ja. Und jetzt steht der Endkampf bevor für euch, weil was anderes könnt ihr nicht mehr machen. Das andere ist dann geklärt. So, wenn ich nicht zuerst wieder zusammenfliegen? Ja, habt ihr noch einen Weg dahin zu laufen? Ja, lass uns den mal laufen, während du dich heilst. Denn ich würde dann kein Stamina ausgeben, weil ich nur Stamina regenerieren müsste unterwegs. Mhm. Ja, dann fange ich mal an. Ja. Und du schubst uns einen. Mit Laufen, weiter. Genau. Und regenerieren. Mhm. Und sonst gar nichts tun. Gut, next. Dann schubst du uns auch weiter. Mhm. Beziehungsweise, Moment, ich bin im Heilen eine Orange. Ich würde sogar versuchen, dich zu heilen. Nee, sie hat 2 gelbe. Und der Doc, oder? Ja, der Doc gibt mir den 2. gelben. Sie hat nur 2 gelbe. Achso, dann nimm, wechsel doch den Doc rüber. Dann hast du nämlich einen orangen und einen gelben. Das macht voll Sinn. Hier, guck mal. Deine Entourage ist voll. Juhu! Du bist so beliebt. Es geht doch nicht über eine ordentliche Party. Nach der gleichen Logik wäre es eigentlich auch sinnvoll, den Leadership irgendjemand zu geben, der oder die schon ganz gut ist da drin. Dann nehme ich den... Im Vater. Father Walker, Vater Gear. Oder hat der immer eine Flasche Johnny dabei? Das ist der Grund dafür, warum sein Leadership so gut ist. Ah, der gibt dir den moralischen Kompass wieder. Also. Wow. 5. Das ist ordentlich. Das Maximum, was man sind, 2+. Ich fühle mich so gesandt. War nur eine Fleischwunde. Wisch ab. Das war gar nicht dein Blut, sondern das war von irgendeiner Raupe, die auf deinem Arm saß, die weggeschossen wurde. Guck mal, Schneckensaft. Genau. So, noch eine? Gruppenkommandoaktion, genau. Schups. Und die letzte. Gemeinsam, genau. Nee. Doch, lass uns von da angreifen. Ah, da kommen wir zur Deckung. Da können wir durch die Deckung. Aber das Dschungel. Ja, aber wir können hier noch die Rebellen machen. Was bringen die eigentlich? Die Rebellen verteilen euch, wenn irgendwann mal jemand angreifen würde. Aber bisher habt ihr die Maschine so mit Geld und Diamanten und sonstigem Zeug beworfen, dass niemand sich... Die sind alle zu fett und gefräßig, um irgendwann anzugreifen. Ja, weißt du, da brauchen wir die Deckung von der Stadt gar nicht. Lass uns durch den Dschungel gehen. Okay. Da passt doch mein Matt von MAC Cosmetics besser zu. Gut, dass du es erwähnst. Das kann ich gar nicht glauben. Das kann das alles? So, es wird wieder Tag. Das nächste Ereignis bricht heran. Und das ist ein fieseres. Das ist ein... Nee, es ist immer noch ein gelbes... ich habe gerade keine gelben Karten, also mischen wir die einfach mal. Wir haben die jetzt so lange geschmiert, dass es noch nicht mal zu Orange gekommen ist. Es eskaliert immer noch nicht. Genau, ihr habt einfach die verhindert. Ach, guck mal. Wir gehen wieder Dinge kaputt. Ihr habt den ganzen Dschungel durchwandert und eure Sachen gehen kaputt. Dabei, jeder macht einen equippten Gegenstand, wenn er oder sie kann. Nope. Bei mir ist alles kaputt. Naja. Du hast nur noch Ruinen an dir.
Ja, aber sie sieht toll aus dabei. Okay, das müssen wir mal gerade festhalten. Gut. Wollen wir? Wer möchte anfangen? Wer auch immer anfängt, kann uns dann ja mit der Gruppen... Lass uns mal die Gruppenaktion nehmen, um da reinzuwandern. Wir müssen trotzdem festlegen, wer es tut. Weil das ist die Person, die dann bevorzugt beschossen wird. Hast du deine Rüstung schon verbraucht? Nee. Was? Nein, meine Rüstung kann gar nicht kaputt gehen. Ach so. Sie tarnt sich. Das ist ja auch eine Tarnrüstung. Die hat so ein super Camouflage. Mhm. Ach so. Dann würde ich sagen, fang du doch an. Du bist am schwierigsten zu treffen, weil wir jetzt tatsächlich auch durch den Dschungel gehen. Ach, guck mal. Deine erste Bewegung in jeder Aktivierung ist frei. Ist gratis. Weil du eine super Camouflage für Teaks hast. Das ist ein Trainingsanzug an. Ein Camouflage-Jogging. Okay. Wir kriegen einen Grunt, ein Shield auf A. Einen Scharfschützen auf B. Einen Scharfschützen auf C. Und ein Fragezeichen auf D. Und hier unten ist ein Rebell. Ja, den kriegt ihr, wenn ihr den Sektor befreit. Okay. Gut. Na prima. Was jammerst du? Gut, nur kurz Schild, weil das kennt ihr noch nicht vorzustellen. Der hat 4 Rüstung und 3 Leben und macht 4 Schaden und Suppression. Und was? Braucht 2, um sich vor ihm zu tarnen. Ist also einer der gefährlicheren. Meine den da 4 Schaden erste drauf? Bewegung ist kostenlos. Sie, nach und nach. Nicht. Ah, okay. Nach meine, und nach. Ach so, das meine erste Bewegung ist ja kostenlos. Ja. Au! Fuck. Mine! Nicht so gut. Aber gut, es ist, dass ich sie ausgelöst habe, wenn mich alle draufgelaufen sind. Schade, dass die nicht draufgelaufen sind. Hätte man Rüstung gehabt, hätte man jetzt Rüstung würfeln können, aber mit einem Camouflage-Jogging-Anzug. Nope. Leider nicht. Nein. Dann noch cleverer wäre es natürlich gewesen, die Gegner reinrennen zu lassen, dann die Mine zu aktivieren und dann alle zusammen in die Luft zu jagen. Mhm. Was mich jetzt halt wundert, weil sie hat ja eigentlich das Fass vor sich hergerollt. Sie hatte gar keine Chance, die Mine zu aktivieren. Da war Petroleum in dem Fass. Du hast den Grunt markiert, oder was? Ich habe den Grunt markiert. Mhm. Ich schieße auf den Grunt. Das langt? Ja. Damit kriege ich meinen Dings wieder. Ach, ja. Ja, nichts markiert. Leg den mal bitte quer, damit wir wissen, dass... Ah gut, jetzt egal, aber ist da Loot dran, theoretisch. Und dann markiere ich den Shield. Mhm. Ich kann nicht mehr schießen. Nein. Aber ich kann noch mal gehen. Ja. Nee, den... Ach nee, markiert. Doch, du markiert. Hast ja wieder markiert. Ja. Mhm. Okay. Gut. Und damit gebe ich die Aktion ab. Hoffentlich nicht auch den Löffel. Ja, das kann... das kann jetzt leicht passieren. So, gut. Also, das Shield bewegt sich einen... Kommt also gefährlich nah, aber noch nicht wirklich an euch ran. Und dann schießen die Sniper auf dich. Mhm. Und wie immer wirst du dich tarnen, was das Zeug hält. Der erste Einmal Sniper getarnt. Schießt daneben und der zweite Sniper trifft und macht 2 Schaden. Au. Ich mache nicht mehr so viel. Einige blutende Wunden später sind ist der nächste von euch dran. Genau. Die tun weh, die Raupen. Gut, der nächste ist dran. Das brennt. Hast du noch was Großes vor? Anders würde ich sie hier nochmal zusammenfliegen. Haben wir denn irgendeine Chance, sehr Licht. Diesen Shield-Typen zu erwischen? Nee, ne? Haben wir was? Zu erwischen? Ja. Also er kriegt jetzt einen Schaden mehr schon mal. Ja. Mhm. Wie viel Rüstung hat er? 4. Toll. Und Lebenspunkte 3. Ja. Autsch, der ist zählt. Ihr müsst also mindestens 3 Schaden Gesundheit bei ihm machen, um durchzukommen. Entschuldigung. Ich war auf einer Convention, ich komme über krank von Conventions wieder. Genau. Ich muss 3 Schaden machen. Du musst mindestens 3 Schaden, also du musst 4 Schaden mindestens machen eigentlich, um genau zu sein, um durchzukommen und ihm überhaupt Schaden zu machen. Ansonsten bleibt der Rest in der Rüstung hängen. Er ist außerdem immun gegen Suppression. Okay. Können wir einfach schreiend im Kreis rennen und warten, bis er umfällt? Ah, nee, guck mal, ich habe doch gedacht, das sah ein bisschen schwer aus. Nein, er hat nur 2 Rüstung. 2 Schaden. Ihr habt gerade die. Es war die Advanced-Version. Okay. Das heißt, er hat nur eine Rüstung, weil das Ding drauf ist. Er hat nur eine Rüstung momentan, ja. Jetzt ist gar nicht so cool. Dann würde ich doch mal auf den schießen, oder? Willst du anfangen? Ist der auch noch immun gegen Suppression? Nee, das ist er nicht. Auch nicht, das ist nur in der Elite-Version. In der Advanced-Version. Ja, würde ich machen.
Was machst du? Ich würde jetzt auf den schießen. Ich habe 2 Lucky Coins. Ja, dann. Ich denke mal, den werde ich erwischen. Leg los. Das ist ein gelber und automatischer Erfolg. Und ich brauche hier das Zweier-Symbol, oder wie? Mhm. Also 3 muss ich mindestens machen, oder? Du willst mindestens, ja, da ein Ding drauf ist, eine Markierung drauf ist, brauchst du sogar nur 2. 2 insgesamt. Genau. Also okay, einen habe ich schon, ein Erfolg reicht. Ja. Nein, dann gebe ich mal eine Lucky Coin aus. Lucky Coin? Lucky Coin. Nein. Ja, ich habe auch noch eine Lucky Coin. Jetzt Hollow Point, hättest du die Möglichkeit, die Expertise zu benutzen, um nochmal zu würfeln. Ja. Oh, ja, nachdem du alle deine Glücksmünzen verbraucht hast, machst du eben einen Schaden. Machst doch dann genau einen Schaden dafür. Ja, und der hat auch mehrere Lebenspunkte. Er hat 2 Lebenspunkte. Und jetzt? Er kann auch. Und jetzt nimmst du den Revolver. Dafür müsste ich mich ein Feld bewegen und dann ist es total witzlos, das wieder zu versuchen. Und ich habe nicht vor, mich hier aus dem Dschungel zu bewegen. Das ist jetzt nicht so clever, ehrlich gesagt. Ich mag den Dschungel. Ich will hier bleiben. Weißt du was? Warum schießt du nicht einfach nochmal auf diesen Shield-Typen? Okay, wenn du sagst, Boss. Ja, geht doch, ist doch tot. Das macht genau keinen Schaden, weil er hat 2 Rüstung. Was ist, wenn ich dafür die Hollow Point Runs ausgebe? Discover attacking to gain expertise for the attack. Ja, hättest du vorher sagen müssen, aber kein Problem. Ja. Entschuldigung. Kein Problem. Das macht 2 Schaden. Ne? Und das waren die 2 Schaden plus 1. Das heißt, es ist ein weiterer Schaden dank der Hollow Point Munition. Und das erledigt den. Das Schild geht zu Boden. Oh. Und ich kriege mein Kommandotoken wieder, weil ich es nicht mehr benutzen kann. Wow, das war nicht schlecht. Also ihr habt zwar eure Ausrüstung ordentlich verblasen, aber dafür habt ihr auch die ganzen Taschen voll damit gehabt. Außerdem ist das letzte Ding, was wir befreien genau. müssen hier genau. in der Mission. So, was kann ich jetzt noch machen? Ich habe noch 2 Stamina, nichts mehr. Ich bleibe auf jeden Fall in diesem Dschungel. Das ist ganz gut, weil wenn ein Sniper treffen würde, würde er 2 Schaden machen. Insofern ist es nicht blöd, noch 2 Stamina übrig zu haben. Mhm. Ja. Und du darfst auch gleich 2-mal würfeln, um dich im Dschungel zu verstecken, nehme ich an. Ja. Also 2 blaue. Muss ich die Reroll? Das musst du vorher machen, ja. Vorher ansagen. Ja. Aber ich brauche nur einen Erfolg, richtig? Du brauchst nur einen Erfolg. Was? Wie ist denn die Chance da drauf? 50-50. Dann sag es einmal an, weil einen Schuss kannst du vertragen. Okay. Beim ersten sage ich den Reroll an. Gut, dann machst du vielleicht so ein schwarzes Würfelchen drauf. Ja. Wunderbar. Schluck. Das war so nicht nötig. So was versteckt. Ja. Und beim zweiten nur, weil den Reroll hattest, das hat das gute Gefühl gegeben. Ja. Ja. Langt auch. Gut. Also die Sniper schießen verzweifelt in das Dschungelfeld rein, aber ihr tarnt euch hinter Palmen und Büschen. Ja. Hinter Farnen. In Farnen und Büschen und werdet nicht getroffen. Hinter Farnen tarnen. Oh. Na. Hinter dem sogenannten Tarnfarn. Tarnfarn. Farnfarn. Gut. Fanfaren. Ich möchte ein Pflaster abziehen und es ihr... Auf den Mund kriegen. Die schreibt mir zu, ich mach mir was jetzt. Das Hi. Macht genau einen. Yay. Yay. Naja, es hätte besser als tot. Es hätte besser laufen können. Geht immer noch ein bisschen besser. Du kannst ja das Wechseln von Ausrüstung hätte ich vorher machen müssen, oder? Hättest du vorher machen müssen, aber da sind wir jetzt nicht so. Du legst es. Angeschossene und zerstörte Flakweste ab. Zu viele Löcher. Ach nee, taktische Weste ab, um meine Flakjacke anzunehmen. Genau, ich. Und dann laufe ich einmal und nehme meine Waffe mit der Schrotflinte für den Sturmangriff. Das kostet mich auch noch einen auf den Scharfschützen. Der steht im gelben Feld, sieht es richtig? Das heißt, der hat eine Rüstung. Du rennst rein. Ballerst um dich. Und das geht nicht durch die Rüstung? Naja, dann schieße ich nochmal mit der Knarre hinterher. Auch nur mit einem Würfel? Nee, mit 2. Nee, mit 2. Also ein automatischer Erfolg. Und 3 und bam! Das erwischt ihn. Voll gut. Und da kriegst du sofort den Loot, weil der liegt dir zu Füßen. Ah, bestes Gegenstand im Spiel. Ein Stein! Der Stein. Was macht man mit dem Stein? Rock. Man kann mehrere Dinge tun. Man kann zum einen auf Fragezeichen damit werfen, damit man nicht auf Minen tritt, die einen dann kaputt machen. Ah. Weil die würden sich dann umdrehen. Den hätte ich echt gut gebraucht. Range von 1. Stein.
Und was auch geil ist, man kann die auf Leute werfen, um sie abzulenken und dann laufen die ein Feld. Das ist besonders gut, wenn man Sniper aus Schutzgebieten rauswerfen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt noch fürs Laufen ein ausgebe, ja. Nee, da stehe ich aber ohne Deckung da. Das ist aber blöd. Das stimmt, ja. Und die Sniper können ja von überall aus schießen. Ja. Du kannst gehen, werfen und wieder zurück in Deckung laufen. Dann habe ich nur noch einen Punkt. Das stimmt. Das macht nichts. Ich kann dich gleich so anbrüllen. Ja, aber wenn sie getroffen wird, während sie keine Stamina mehr hat. Also jetzt kannst du den Schuss auf jeden Fall überleben, insofern. Mhm. Ja, dann lassen wir es. Dann bleib da in Deckung erstmal. Bleib in Deckung. Ja. Hamus trägt Runde beenden. Waren wir alle dran? Dann schießt erstmal der Sniper auf dich und du versuchst ihm zu widerstehen, in dem Fall mit 2 gelben Rüstungswürfeln, all dieweil du in der Stadt stehst. Und ich sage Deckung, also den Schaden meiner Rüstung an. Okay, das heißt, was steht da? Ist es dann noch ein gelber oder? Reboot. Ah ja, okay. Du kriegst einen. Nee, du kriegst einen gelben dazu. Das heißt, 3 gelb. Na, souverän. Das sind genau die 2 Schaden, die der Sniper machen würde und die hast du genau abgehalten mit der Rüstung. Passt. Dann hat sie es auch radiert. Ja. Alles, wie es sein muss. Gut. Runde fertig. Alle Gegner haben sich bewegt, so sie noch bewegungsfähig sind. Ja. Der Drunner ärgert sich, weil es ist Tag und sie sieht euch und es knallt und es ist gar nicht so, wie es sein soll. Patching up, wären irgendwelche Sniper suppressed oder markiert, wären sie das jetzt nicht mehr, ist aber auch in dem Fall egal. Mhm. Ihr seid wieder dran. Okay, dann lass mich mal anfangen. Mhm. Fang du mal an. Mach mal was Schönes. Genau, schrei mal Leute an oder so. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen rumbrüllen. Genau. Gibt es den anderen Roten? Ich möchte dein Bier nicht umstoßen. Hast du 2 rote immer noch? Das hat du, glaube ich, nur einen roten. Oh, nee, zweite war ja, weil du... Der ist auch einen roten und einen orangenen, okay. Genau. Reiß dich mal zusammen. Ich weiß, du hast da... Gott, zieh dir zu. Du hast Hemis. Aber das heißt trotzdem nicht, dass du dir ständig den Arsch nachtragen lässt. So, 6. Holla. Du kannst die Fatigue 3 verteilen. Alle kriegen alles zurück. Ihr kriegt alle wieder zurück. Das war das eine. So, die nächste Frage ist, sollte ich mich bewegen? Ehrlich gesagt finde ich das gerade keine gute Idee. Denn... Hast du deine 2 wieder rübergeschoben? Ja. Ich kann nicht so. Sieht man die Szene in der Kamera eigentlich, die wir da versuchen gerade hier so? Also das könnte man die noch ein bisschen bewegen und dann würde man zumindest die Situation erkennen. Kannst du ein bisschen näher ranschieben? Ja. Okay. Ja. Drama und Lachgummi. Warum heißt denn das Lachgummi? Hier gibt's nichts zu lachen. Aber ich glaube, es ist nicht sonderlich sinnvoll, wenn ich jetzt stattdessen noch jetzt irgendwas tue. Ja, dann beende deinen Zug. Ja. Gut, dann darf der Sniper einmal auf mich schießen. Dann dachte er das, er würde theoretisch 2 Schaden machen, 3 Schaden machen, 2 Schaden machen, wenn du ihm nicht entweder ausweichst oder widerstehst. Ja, ich möchte mich wieder tarnen. Okay. Das gelingt zu brennen. Mhm. Ihr seid Meister der Tarnung. Ja. Ich habe das Bild im Kopf, wie die beiden hinter dem Fass sich kleiden. Glaubst du, er hat uns gesehen? Nein. Es geht eigentlich auf der Packung, wie lange so eine Mission geht. So eine Mission geht ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde und die größeren geht etwas länger. Ja gut, wir erklären ja hier viel und so. Aber das kann man auch zügiger wegspielen. Beim ersten Spiel ist es normal, dass es das Doppelte dauert. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben immer noch über 80 Leute, die zuschauen. Das sind echt? Wow. Hat. Vielen Dank für Respekt. Eure Geduld. Wir sind auch gleich fertig und dann gibt es einen Höhepunkt mit... toten Leuten. Mit Lachgummis. Warte, wir haben eine Konfettikanone. Wir haben was? Eine Konfettikanone. Wer macht danach sauber? Ich muss weg. Gut, also, der letzte Sniper schafft ihr auch noch. So, erstmal sauber machen. Ich flieg das. Achso, ich bin ja gar nicht mehr im selben Feld. Gut. Nee. So, nee. Ich laufe. Wo laufen sie dann? 1. Dann wirst du Stein. Dann markiere ich den Sniper. Wirfst du den ersten Stein? Ah, mit dem Rangefinder. Oh, jetzt machst du mit dem Stein einen Schaden mehr. Richtig. Was denn? dann gebe ich tatsächlich das fürs Gehen aus einen, wobei ich nicht den Sturmangriff, sondern den normalen Angriff mache. Okay. Achso, du steinigst den gar nicht. Nein, ich schieße ganz normal auf ihn. 2 Würfel und lang, genau. Eine Schrotflinte. Und er kommt rein. Sag Hallo zu den Drunner.
auf kurze Entfernung einmal kurz abgezogen, ganz trocken, und damit habt ihr den Sektor befreit. Normalerweise würde sich der Runner jetzt ärgern, es wäre der erste Gegenangriff, aber ihr habt es genau vom Timing her geschafft, dass ihr wir haben die Mission erfolgreich erledigt, bevor die Schergen der Diktatorin euch noch einholen können. Und jetzt regnet es natürlich Loot bis zum Anschlag. Ich wollte gerade sagen, aus dem Sprudeln jetzt Items raus, ja, oder? Überall fallen lustige Sachen raus. Oh, Handgranaten. Handgranaten, noch mehr Kaugummi und Hochgeschwindigkeits- High Velocity Rounds. Darf ich die haben? Die machen meine Reichweite größer. Ich weiß, es ist nicht mehr relevant. Aber trotzdem. Es wäre relevant, ich die normalerweise. Handgranate. Genau. Dann gib mir mal mein zweites Paket Kaugummi. Einfach nur für die Coolness. Genau. Das ist für die Coolness. Normalerweise würden jetzt alle Sachen, die ihr habt, in einen Umschlag kommen und für den nächste Szenario aufgehoben werden. Das ist also okay. Alle Sachen, die ihr jetzt mitnehmt, natürlich ins nächste Szenario auch wieder mit rüberholt. Theoretisch hättet ihr jetzt auch irgendwas gekriegt. Wie wäre es, wenn ihr... Einen Flugplatz. Einen Flugplatz habt ihr? Ja. Boah, ja. Da droppen doch Items quasi. Ah ja, tatsächlich. Zum Beispiel, ja, genau. Also tatsächlich wäre jetzt Folgendes passiert. Ihr habt eine weitere Stadt befreit. Das heißt, es würden neue Sachen im AIM-Store auftauchen, die ihr kaufen könnt für Geld. Das könnt ihr zwischen den Missionen machen. Das heißt, ihr könntet neue Verbündete... Das ist das, was wir immer hinterhergeworfen haben. Ne? Genau. Das Geld, das ihr für andere Sachen ausgegeben habt, das inzwischen refinanziert die gesamte Inselindustrie. Ja, kann man bei dem Geschäft dann wenigstens für den Normalpreis, nicht für den halben verkaufen. Nee, das ist auch der halbe Preis. Aber ihr würdet mit der Marktwirtschaft. Normalerweise hier würden jetzt die Red Shirts experienced werden. Das heißt, man würde die umdrehen und im nächsten Mal wären sie schon etwas gefährlicher, als sie jetzt waren. Das Besondere bei denen ist, hier zählt statt, also zum Verstecken wird statt einer festen Zahl die Anzahl von Red Shirts im Sektor gezählt. Ah, das heißt, je mehr von den Typen rumrennen, umso schwieriger ist es, sich vor denen zu verstecken. Aber wir rennen einfach immer voneinander her und man weiß nicht genau, auf wen man gerade gezielt hat. Aber wir sind doch jetzt nicht wirklich so viel besser geworden, auf dass wir jetzt schon die nächste Stufe von den Gegnern haben. Aber nur natürlich seid ihr so viel besser geworden. Nur von einer. Genau, nur von einer Einheit. Also wir haben ja vorhin gesehen, das war... Also diese beiden Orte kommen und kann sich aufteilen. Das Szenario heißt Skyrider. Genau, da muss man nämlich den Hubschrauberpiloten finden, um den Flugplatz, den man hier befreit hat, dann auch wirklich nutzen zu können. Ich sag doch, Airwolf. Ja, Skyrider ist irgendwo im Sumpf versteckt. Da oder da oder da oder da. Mehr war es nicht. Okay. So war's. Vielen Dank fürs Spielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Zeigen, das war toll. Vielen Dank, Anführer, hey. Das hat gut funktioniert. Ja, das war mir eine Ehre. Ja, danke fürs auch Zusammenflicken. Vielen Dank. Danke fürs Leiden. Und, war mir ein Fest. Vielen Dank an euch für die Aufmerksamkeit, auch noch so zu, genau, zu später Stunde. Und falls euch noch weitere Fragen dazu einfallen zu dem Spiel, ihr könnt auf www.underground-games.rocks oder undergroundgames in einem Wort.de gehen. Kannst du das nachher drunter schreiben unter das Video? Ich hätte das jetzt schon machen können. Und dort selbst E-Mails an mich losschicken und die beantworte ich dann auch selber, weil wir sind so ein Riesenverlag von Menschen, dass ich das immer alles alleine mache. Insofern, bestellen kann man es auch noch. Noch kann man es vorbestellen, auch wenn die Auflage begrenzt ist, weil jetzt wird in China gedruckt und dann wird nicht mehr gedruckt, als da ist. Maria hat es ja richtig gemacht. Hat ihren Namen draufgeschrieben, jetzt gehört es ihr. Wir kriegen das sicherlich wieder gut. Ja, ja. Und es ist in unsichtbarer Tinte. Es ist ja zum Glück in unsichtbarer Tinte geschrieben. Ich schäme mich auch wirklich. Ich will gleich versuchen, es wieder abzumachen. Tatsächlich von der Seite kann man es ganz gut lesen. Das Moment, geht ganz okay. Ja, ich versuche es gleich. Ich würde sagen, es hat den Wert des Spiels... Meiner Aussage nach hat es das Spiel nur gesteigert, weil wenn Prominenz auf solchen Sachen unterschreibt, dann ist es ja eine Special Edition. Insofern ist das jetzt die Jagged Alliance Special Edition. Mit Originalunterschrift. Von irgendwem. Das kann man ja in beide Richtungen lesen. Mit unsichtbarer. Ich habe ein Cratchit-Buch, das von Ron Gilbert unterschrieben. Na, wenn das passt aber zumindest. Umgekehrt wäre cooler. Ja. Ein Ron Gilbert-Spiel, das von Terry Pratchett unterschrieben wäre, ja. Vor allen Dingen, weil die Ron Gilbert-Unterschrift kannst du dir immer noch holen. Ja, eben. Das stimmt. Schnief, schnief. Die von Terry Pratchett leuchtet auch nur unter diesem Stiel. Lassen wir das. Es ist spät und hier ist irgendein seltsames Gas freigesetzt. Genau. Genau. Also ja, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Mitfiebern und vielen Dank fürs Mitspielen natürlich.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir irgendwas anderes machen. Ja. Juhu. An dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.